Das Produkt sind wir über das Leben im digitalen Zeitalter. Ich bin Ines Schwertner. Ich freue mich sehr, dass ich das hier moderieren darf. Ich kenne mich aus den Online-Medien und bald Printmedien des Jacobin Magazines. Und um Medien geht es auch, aber nicht nur, sondern eigentlich eben um diesen riesen Bruch, den wir auch erleben, wenn wir über digitalen Kapitalismus sprechen. Das heißt, das, was wir eben, wenn wir mit marxistischen Begriffen arbeiten wollen, einfach als Änderung der Produktionsweise vielleicht benennen und dann dazu digitalen Kapitalismus sagen. Aber was bedeutet das im Alltag der Menschen? Was bedeutet das in der Art, wie wir leben, wie wir Städte denken, wie wir Medien machen, Nachrichten machen oder konsumieren, wie wir überhaupt Dinge konsumieren, Informationen bekommen, wie wir Politik machen? Was bedeutet das für Demokratie? Das haben wir auch gerade schon gesehen. Und für die Arbeit. Also das wurde auch schon sehr schön gezeigt, dass immer, wenn so ein Epochenbruch stattfindet, dann hat das etwas damit zu tun, wie sich Arbeit neu organisiert und wie sich vielleicht auch Ungleichheit wieder verstärkt, wenn das Ganze nicht politisch ausreichend reguliert wird. Und ich freue mich sehr auf die Gäste. Ich werde sie ermahnen, nicht zu lang zu sprechen, denn wir wollen nämlich nach einem kurzen Gespräch untereinander und drei Inputs dann natürlich auch gern euch und sie mit einladen, mit zu diskutieren. Also bereitet euch vor, gedanklich das zu tun. Ich werde sie aber erstmal begrüßen in der Reihenfolge, wie sie auch gleich sprechen werden. Das sind inhaltliche Gründe, keine sonst wie politischen oder so. Und zwar Professor Dr. Philipp Stab, herzlich willkommen. Das Buch zu dem Thema, das auch heute eigentlich im Fokus steht, digitaler Kapitalismus, ich habe es eben auch schon genannt als Begriff, hat sich, glaube ich, mittlerweile schon so eingeprägt, dass es auch Sinn ergibt, so ein Buch danach zu benennen. Das gibt es da vorne auf dem Büchertisch zu lesen. Und wie es nicht besser passen könnte, du hast die Professur für Soziologie der Zukunft der Arbeit an der Humboldt-Universität hier in Berlin inne. Und ich glaube, genau das ist ja so ein bisschen der Knackpunkt, um den es auch gehen wird. Das heißt, wir werden gleich erstmal so ein kurzes Input-Referat hören, eben als Zusammenfassung, wenn es dann gelingt, in 10 Minuten so die Hauptthesen des Buches darzustellen. Dann haben wir einen sehr breiten Blick und versuchen dann das, was allgemein aufgemacht wird, einmal ein bisschen runterzubrechen. Das ist Thomas Kasper, Chefredakteur der Frankfurter Rundschau. Herzlich willkommen. Aber hier in einer Doppelfunktion, das muss ich vielleicht noch dazu sagen, weil Thomas Kasper nämlich, da habe ich noch am Lerncomputer überhaupt gelernt, wie man tippt, schon mit Online-Medien beschäftigt war und sich überlegt hat, wie man eigentlich erstens nicht nur die Umstellung auf Online-Medien machen kann, sondern mittlerweile auch so eine Art Plattform machen kann, wie sich kleinere Zeitungen verbünden. Das sehr einfach gesprochen, das wird er dann gleich nochmal ein bisschen genauer erklären. Das heißt, da zoomen wir so ein bisschen rein in dieses Thema, um dann nochmal zu fragen, was ist denn eigentlich jetzt die politische Lösung? Was machen wir denn von links und wer könnte das besser als die Co-Parteivorsitzende der Partei Die Linken, Katja Kipping? Herzlich willkommen. Praktischerweise, ich weiß nicht, ob ihr das heute mitbekommen habt, das stand in der Süddeutschen und auch sonst im Internet. Praktischerweise hast du mit zwei anderen Autorinnen, Katharin Genburg, die auch hier ist, herzlich willkommen, kann man ja mal sagen, und Anke Domscheit-Berg ein Papier veröffentlicht. Die wird morgen hier sein, also bei der Konferenz, das wisst ihr natürlich auch, die noch morgen stattfindet. Das heißt, digitale Demokratie statt Herrschaft der Monopole. Das heißt, es wird also um die Monopole, also das werden wir ja gleich hören, welche Monopole es gibt und wie sie also zu demokratisieren sind, welche politischen Schritte, ihr nennt das To-Do-Liste, die man abhaken müsste, um das Ganze zu demokratisieren, zu vergesellschaften. Ich bin sehr gespannt, was ihr für Vorschläge macht und würde dann sagen, wir gehen direkt in die Runde und fangen an mit Philipp Stab. Bitte schön. Vielen Dank. Danke auch für die Einladung und schön, dass Sie alle da sind an diesem nasskalten Abend. Wir machen jetzt sozusagen auch so technisch ein ganz interessantes Experiment. Sie sehen, ich habe hier keinen Rechner stehen. Wir machen sozusagen Gestensteuerung dieser Folien, noch nicht, ne? Erst die nächste.
Das ist ein bisschen so wie, ich weiß nicht, ob das in diesem Film jetzt vorkam, mit dem sogenannten Schachtürken, der Pate stand für den Namen von der Crowdsourcing-Plattform Mechanical Turk, nicht wahr? Das sollte ein Roboter sein damals auf den Jahrmärkten, der Schach spielte, der das aber auch nicht konnte, genau wie wir hier keinen Roboter mit den Gesten steuern, sondern einen Menschen, der da hinten sitzt. Okay, ich habe mich gefragt, was sozusagen eine Überschrift wäre für eine Diskussion, die wir gemeinsam führen könnten. Es ist also keine Buchvorstellung, sonst würde ich in den 10 bis 12 Minuten, die mir gegeben sind, auch kaum durchkommen. Stattdessen versuche ich so ein bisschen Themen des Buches in eine Richtung zu lenken, die uns hoffentlich interessiert, unter dem Stichwort, ob eigentlich so etwas wie ein neuer Gesellschaftsvertrag in Europa vorstellbar ist, der die Probleme, die wir mit dem Begriff des digitalen Kapitalismus adressieren, sozusagen aufnehmen könnte, dann in positiver Art und Weise. Um diese Frage zu beantworten, dachte ich, wäre es gut, wenn ich erstmal eine andere Frage beantworte, nämlich die, warum ich mich jetzt seit 5 Jahren ungefähr um diesen Begriff des digitalen Kapitalismus in Publikation für Publikation bemühe. Diese Diskussion, zumindest so wie ich sie führe, ist eine, die stattfindet vor dem Hintergrund sozusagen einer politischen Ökonomie der Gegenwart, die ihren Ausgang nimmt von der Wachstumskrise, in die die hochentwickelten Ökonomien der OECD-Welt, also die hochentwickelten Ökonomien unserer Welt, in etwa ab den 1970er Jahren geraten sind, als sozusagen das starke Wachstum der Nachkriegszeit, der unmittelbaren Nachkriegszeit zu Ende ging und mit dem der Kapitalismus seither sozusagen unterschiedliche Strategien des Copings versucht. Und die These ist in der Tat, dass eine dieser Strategien das ist, was wir sozusagen landläufig als Digitalisierung diskutieren. Denn gleichzeitig mit der Entwicklung dieser Krise kommt es zyklisch sozusagen zum Aufstieg der digitalen Technologien, insbesondere dann seit den 1990er Jahren der Dotcom-Boom und später natürlich dann gefolgt vom Dotcom-Bust, kann man sagen, ist die erste große, massive Investitionswelle in diesem Feld, die da sozusagen richtig Schwung reingebracht hat. Die 2010er Jahre, wissen Sie alle, sind dann gekennzeichnet vom Aufstieg der Leitunternehmen des kommerziellen Internets, wenn wir vom kommerziellen Internet westlicher Prägung sprechen, Google, Apple, Facebook, Amazon, vielleicht Microsoft, zu den wertvollsten Unternehmen der Weltwirtschaft und geprägt, das wissen Sie auch alle, von einem enormen Ausmaß an Machtkonzentration in diesem sozusagen Innovationszentrum, kommerzielles Internet, Innovationszentrum des Gegenwartskapitalismus, aber die Leitunternehmen des digitalen Kapitalismus sind eben auch hochgradig expansiv, weswegen man durchaus die Frage stellen kann, inwiefern das, was wir dort beobachten können, so etwas wie eine Signalfunktion für den Kapitalismus als Ganzes haben könnte. Lassen Sie uns, oder anders gesagt, wenn man über die Machtkonzentration spricht und man versucht, das in 10 Minuten unterzubringen, dann ist ein eindrücklicher Weg, glaube ich, oder ein plastischer Weg, das zu tun, sich mit der Geografie des digitalen Kapitalismus auseinanderzusetzen. Was Sie hier sehen, ist exemplarisch ein Prozess der Blockbildung, von dem Sie vermutlich auch aus dem Qualitätsjournalismus irgendwie wissen, dass er existiert. Im digitalen Kapitalismus, Sie sehen hier eine Karte der Verteilung der sozialen Netzwerke. Alles, was blau ist und dunkelbraun, ist Facebook, quasi Monopol bzw. Marktdominanz. Und Sie sehen dann zwei eigenständige Blöcke. Eins, nämlich China, das ich sozusagen wegen der Größe dieses Marktes als eigenständiges Zentrum bezeichnen würde. Und dann eben das russischsprachige Internet, das ebenfalls eigene Leitunternehmen ausgebildet hat. Das war jetzt die falsche Richtung, oder? Nein, war da richtige Richtung, Entschuldigung. Sie können diese Frage der Machtkonzentration zum Beispiel auf zwei Arten diskutieren. Sie können fragen, in diesen Zentren spielt sich da überall das Gleiche ab, Commonalities, Gemeinsamkeiten des digitalen Kapitalismus oder dominieren die Unterschiede? Und ich werde zu beiden was sagen. Machtkonzentration und Datenextraktivismus, würde ich sagen, gehört zu den großen Gemeinsamkeiten, die in diesen drei Blöcken gleichermaßen zentral sind. Fragen wir danach, wie Machtkonzentration, welche Form die annimmt, treffen wir
eine spezifische Art des Wirtschaftens im kommerziellen Internet, ausgehend von einem Blick auf seine Leitunternehmen. Die Leitunternehmen sind keine, jedenfalls ist das nicht der entscheidende Punkt, würde ich sagen, wenn man diese Thematik verstehen will, klassischen Monopole, sondern sie sind privatisierte Märkte. Sie verbinden Angebot und Nachfrage in immer größeren Teilen der Ökonomie miteinander. Denken Sie daran, was Sie machen, wenn Sie über Uber ein Taxi bestellen. Dann ist die Aufgabe dieser Plattform oder dieses privatisierten Marktes, Angebot und Nachfrage zu vermitteln. Gleiches gilt, wenn Sie bei Google Informationen suchen, dann werden Werbetreibende mit Konsumenten in Verbindung gesetzt. Oder wenn Sie in einem App Store eine App herunterladen, dann wird ein App-Produzent, oft ein Drittanbieter, mit sozusagen Ihnen als Konsumenten in Verbindung gesetzt. Daten bilden in diesem Zusammenhang die Grundlage der Marktgestaltung und Marktkontrolle und das ist die eigentliche, würde ich sagen, eigentliche zentrale politökonomische Aufgabe, die der Datenextraktivismus in diesem Feld erfüllt. Nicht wahr? Da geht es nicht so sehr um die auch relevanten Fragen, ob das normativ wünschenswert ist oder nicht. Wir müssen verstehen, warum, welcher ökonomischen Logik das sozusagen dient. Es dient, dass mein Argument einer Strategie, in der Marktbesitz zur Extraktion von Profiten aus den hochskalierbaren Infrastrukturen, die diese Unternehmen kontrollieren, die mit ihnen sozusagen deckungsgleich sind, stattfindet. Denken Sie an so etwas wie die sogenannte Apple Tax, die 30% vom Umsatz, die Apple für jede Transaktion, die in seinem App Store zwischen Drittanbietern und Konsumenten stattfindet, nimmt. Das ist eine Besteuerung von Markttransaktionen in der Höhe von ungefähr einem Drittel dessen, des Wertes, der da transportiert wird. Und dieser Wert geht, das wissen Sie auch alle mehr oder weniger, in die großen Vermögensbestände, die Apple zum Beispiel offshore in verschiedenen Steueroasen liegen hat. Die Logik dieser Entwicklung könnte man als privatisierten Merkantilismus beschreiben. Eine Logik der Extraktion von Handelsgewinnen zugunsten privatwirtschaftlicher Unternehmen im Unterschied zum klassischen Merkantilismus, der immer ebenfalls in einer Welt von quasi Nullwachstum dem absolutistischen Staat diente. Nicht wahr? Jetzt ein paar Worte zu der Frage der Unterschiede, der Varieties zwischen diesen Systemen. Über die Gemeinsamkeiten haben wir jetzt gerade gesprochen. Diese Unterschiede betreffen vor allem, glaube ich, die Frage, auf welche Art und Weise diese Art von ökonomischer Logik für soziale Integration genutzt wird, wenn man das so nennen möchte, und an welche Zwecke diese Art von Logik gebunden wird. Wir haben es da, glaube ich, momentan mit zwei Modellen zu tun. Das erste Modell könnte man den Gesellschaftsvertrag nach GAFA nennen, also den die Leitunternehmen des kommerziellen Internets westlicher Prägung bestimmen. Hier haben wir es mit einer Logik zu tun, in der gesellschaftliche Optionen, die über das kommerzielle Internet verteilt werden, letztlich sozusagen als kapitalistische Dienstleistungen verteilt werden. Und der Zugang zu diesen Dienstleistungen bemisst sich daran, ob sie in diesem Spiel, das sozusagen von Profitinteressen dominiert ist, beteiligungsfähig sind oder nicht. Das ist unter anderem deswegen, glaube ich, wichtig, weil diese Unternehmen sich in einem Prozess befinden, in dem sie in die Fundamentalökonomie expandieren. Fundamentalökonomie ist ein Begriff, der jetzt gerade ein bisschen populärer wird, letztlich sozusagen für die Welt dessen, was wir vielleicht als öffentliche Güter bezeichnen würden. Also, Sie sehen da etwa Google Health, die Expansion der Leitunternehmen des digitalen Kapitalismus in den Gesundheitssektor. Wenn Sie Ihre Google Maps App aufmachen und Sie suchen einen Weg mit dem Fahrrad durch Berlin, dann sehen Sie, dass Ihnen seit einigen Monaten Lime-Scooter dort angeboten werden. Lime ist ein Unternehmen, das Google $400 Millionen investiert hat, also ist quasi ein Google-Unternehmen, das da dann sozusagen Ihrem Fahrrad, aber auch dem ÖPNV, also einem Bereich, den wir vielleicht als öffentliches Gut definieren würden oder den wir so definieren würden, Konkurrenz macht. Die Logik, der das folgt, ist eine der Lebenschancen, in dieser Art, dieser Art von digitalen Gesellschaftsvertrag eigentlich nur als kapitalistische Services verteilt werden. Das zweite Modell könnte man den Gesellschaftsvertrag nach Social Credit Scoring Logik nennen. Sie kennen das alle. Entschuldigung. Die,
das Social Credit System, das der chinesische Staat im Moment im Begriff ist, zu implementieren, das bei Weitem nicht so gut funktioniert bisher, wie man hier so im Journalismus gelegentlich liest, aber das von seiner Grundlogik schon, glaube ich, verstanden werden muss. Was hier passiert, ist, dass chinesische Bürger einen bestimmten Satz an Kreditpunkten kriegen. Alle kriegen denselben und dann können sie sozusagen dieses Punktekonto mit wohlfeilem Verhalten steigern oder mit negativen Verhalten bei Rot über die Ampel gehen oder sowas senken. Und je nachdem, wie hoch ihr Punktestand ist, werden sie mit bestimmten Privilegien, zum Beispiel Discounts beim Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen oder bestimmten Sanktionen, zum Beispiel dem Verwehren von bestimmten Fernreisen oder auch inländischen Reisen oder auch dem Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen, Kindertagesstätten und dergleichen, bestraft. Die Logik oder was hier passiert, ist ein Verschmelzen von kommerziellem Internet mit dem Sicherheitsstaat chinesischer Prägung. Und wenn Sie das, verzeihen Sie mir, ne, ich bin sozusagen ein analytisch denkender Soziologe, wenn Sie das auf eine Formel bringen wollten, dann wäre das eine, in der Lebenschancen nicht als kapitalistische Services, obwohl das natürlich auch existiert, sondern letztlich als Privilegien für Konformität verteilt werden. Letzte Folie. In diesem Kontext, wie sollte vielleicht, oder ist überhaupt eine europäische Variante denkbar? Wenn, dann glaube ich, wäre es eine, die sozusagen Abstand nimmt von der Logik der Services und Abstand nimmt von der Logik der Privilegien und dem eine Logik der universellen Anrechte entgegenstellt. Das ist der Modus sozusagen der Einhegung von sozialen Konflikten in Europa gewesen. In der langen Geschichte, ne? Ich spreche jetzt nicht nur über die EU oder sowas. Was dazu notwendig wäre, glaube ich, ist eine Klärung der Zwecke. Wozu will man eigentlich digitalisieren? Welche Ziele und Zwecke werden damit verbunden? Und Angebote, die, glaube ich, im Feld sind, also es ist nicht mein Angebot, es ist das Angebot, das ich sozusagen beobachte im politischen Raum, ist natürlich, dass Europa einen digitalen Kapitalismus der Datensouveränität anstreben könnte, der Logik der Datenextraktion entgegengesetzt ist und dass sozusagen der Logik von Profit, ich war Gesellschaftsvertrag 1 oder Kontrolle, Gesellschaftsvertrag 2, eine Logik vielleicht der nachhaltigen Entwicklung entgegengesetzt werden könnte. Die Frage, die dann offen bleibt und die aber, glaube ich, politisch zu klären ist, und damit komme ich zum Anfang sozusagen meines Vortrags zurück, ist die Frage der Macht, vor allem die Frage der Machtkonzentration. Und auch da haben wir es wieder, glaube ich, mit zwei Optionen zu tun. Die erste Option könnte man beschreiben als das Wiederherstellen neutraler Märkte. Das ist in gewisser Weise ein in Deutschland hochgradig anschlussfähiges Programm, weil es sozusagen die ganze DNA ordoliberalen Denkens aufnehmen kann. Da würde man dann sozusagen primär mit dem Kartellrecht auf diese Unternehmen zugreifen und versuchen, ne, wie das in der Fachsprache heißt, ein Level Playing Field herzustellen. Oder aber, und das ist die zweite Option, die mir sozusagen auch implizit aus der Analyse gesprochen auf dem Tisch zu liegen scheint, man kann überlegen, ob man nicht die Machtkonzentration, die die digitalen Technologien ganz offensichtlich zur Gestaltung von Märkten entwickelt, ausgebildet haben, in den Dienst der demokratischen Selbstverwaltung, der Steuerung, der sozial-ökologischen Transformation stellen könnte und wie das zu tun sei. Danke. Ja, vielen Dank. Ich glaube, da sind jetzt schon sehr viele Punkte gefallen, deren Klärung es noch bedarf, aber da hoffen wir ganz auf euch und auf euch. Wie angekündigt, gehen wir jetzt einmal in den konkreten Fall über der Medien. Ich gebe einfach direkt weiter. Hi, also nochmal hi, ich bin Thomas. Ja, ich greife zwei Aspekte auf, die heute schon gefallen sind, die fundamental sind, um zu verstehen, was gerade mit Medien passiert. Wir reden über Massenmedien. Ja? Der Philipp hat einen fundamentalen Satz gesagt und das ist, wir reden nicht über Google ist ein zusätzlicher Kanal oder Facebook ist nett, sondern wir reden über Aufmerksamkeitsmärkte. Also was macht Amazon, was macht Apple, was macht Facebook, was macht Google, GAFAM, kurz abgekürzt.
Sie kämpfen um die Aufmerksamkeit von Menschen und konzentrieren diese. Genauso wie Amazon eigentlich kein Buch mehr verkaufen muss von den 30%, die sie selber noch an Büchern verkaufen, weil es nur darum geht, Machtkonzentration zu haben. Und Amazon nebenbei hat auch Twitch gekauft, also die große Spieleplattform, wo sich auch die Rechten gerne jetzt verabreden. Also Aufmerksamkeitskonzentration. Wie reagieren deutschsprachige Medien darauf? Sie reagieren, als sei das ein Konkurrent. Also Familien, die seit 150 Jahren Postleitzahlengebiete und Briefkästen miteinander aufteilen in Niederbayern irgendwo. Du machst das Postleitzahlengebiet, ich mach das Postleitzahlengebiet und wir kämpfen dann um dieses Gebiet. So gehen wir an diesen Markt ran. Es ist aber völliger Quatsch, weil dieser Kampf längst verloren ist und der Massenaufmerksamkeitsmarkt von diesen vier großen Playern im Internet bestimmt wird. Das heißt nicht, dass es kleine, feine Zeitungen wie die Frankfurter Rundschau weiter gibt. Riepisches Gesetz, mit dem Aufkommen neuer werden die alten, verschwinden die nicht, sondern ändern die Funktion. Aber wir haben halt keine 380.000 Auflage mehr, wie wir mal hatten. Und wir sind keine 1.700 Mitarbeiter mehr, sondern noch 100. Mehr ist nicht übrig, ja? Und so passiert es. Zweiter Punkt, ich mache es dann ganz kurz. Ein total bewegender Satz in dem Roboterfilm, nämlich was passiert, wenn Roboter, ich würde sagen Algorithmen, auf diese Märkte treffen. Es ist nämlich mitnichten so, dass die unteren Tätigkeiten wegnehmen, sondern die mittleren. Also wir sehen immer diese umgekehrte Gaußsche Verteilungskurve. Früher war die so. Jetzt ist sie so. Was passiert im Journalismus? Also früher hatte ich 1.700 Mitarbeiter bei der Rundschau. Die haben alles Mögliche gemacht, zum Beispiel Recherche, Archiv, also Sachen, für die man studiert haben musste, Bibliothekswesen, die Dinge verstehen musste. Die fallen alle weg. Es bleibt noch auf der linken Seite niedere Tätigkeiten oder einfach zu erlernende Tätigkeiten. Und auf der rechten Seite hochkomplexe Tätigkeiten und auch so der Kern von Journalismus, also ein Leitartikel, Kommentare schreiben, Recherche, dieser allerletzte, total markante menschliche Bereich bleibt übrig und auf der linken Seite bleiben dann auch Crowd-Tätigkeiten, ja, wenn man sich das anschaut, wie heute Artikel entstehen. Und diesen Markt sehen wir überall. So, und jetzt, Sie haben vorher gesagt, ich glaube, dass man dem nicht die Konkurrenz von Medien entgegenstellen kann, untereinander, sondern alle Qualitätsmedien zusammen müssen diesem GAFAM-Komplex etwas entgegenstellen. Das ist meine These. Deswegen haben wir gesagt, wir bilden eine eigene technische Plattform für Regionalzeitungen vor allem, in die ist jetzt qua Kauf auch die Frankfurter Rundschau raufgerutscht. Ich habe das Datenmodell aber selbst mitentwickelt und es ist ein sogenannte, alle Daten gehören uns, First-Party-Data-Strategie. Der größte Wert davon ist, die Daten gehören uns und gehen nicht nach außen und vermitteln sich zusammen. Das ist so der große Wandel, den ich sehe. Okay, ja, vielen Dank. Da gibt es bestimmt auch noch gleich Fragen dazu. Das finde ich tatsächlich sehr spannend, weil das ja vielleicht auch so ein bisschen auf die Grundfrage zurückgeht, eben, ja, nutzen wir die Konzentration oder müssen wir was ganz Neues machen? Es klang jetzt auch fast schon ein bisschen sehr dystopisch, was hier vorher war. Ich würde sagen, Katja, du bist jetzt für die Utopie zuständig hier, was man eben dann machen könnte, um halt genau dem Gesellschaftsvertrag 2 war das, glaube ich, der 3, der positive, wie können wir den denn überhaupt politisch erlangen? Was brauchen wir? Also richtig dystopisch ein. Es gibt ja noch eine Verschlechterung, nämlich dass Variante 1 und Variante 2 in eine Mischform eingehen. Also sag ich mal, die autoritäre Rechte oder ein Überwachungssystem à la China mit Silicon Valley sozusagen gemeinsam nicht nur flirtet, sondern sich verbündet. Und das sozusagen wäre dann ein Beispiel dafür, wie die technischen Möglichkeiten in absolute Zumutung und Zurichtung umschlagen. Aber natürlich, Technik ist nicht per se gut oder schlecht, sondern es ist eine Frage der Verhältnisse, ob eher die Zumutung dominieren oder ob die Potenziale dominieren und am Ende es auch genutzt wird, damit das Reich der Notwendigkeit, um mit Marx zu sprechen, immer mehr zurückgedrängt wird und das Reich der Freiheit einfach durch technischen Fortschritt immer größer wird und immer dominanter im Leben.
Diese Frage, wie man die Verhältnisse verändern muss, haben wir vor über 2 Jahren mit einer Runde von linken Ex-Piratinnen und linken Digitalexpertinnen bearbeitet in einer umfassenden linken Agenda. Ich habe in der Tat, also Anke Domscheit-Berg und Katalin Genburg haben zusammen mit mir ein Papier geschrieben, wo wir uns nur einen Aspekt davon ausgreifen, und das ist die Frage der Internetgiganten. Weil in der Bankenwelt gilt ja too big to fail, also zu groß, um überhaupt im Scheitern zu dürfen. Wir haben jetzt eine Situation, wo einfach Internetkonzerne zu groß sind, als dass es noch mit der Demokratie vereinbar wäre. Und ich will aus Zeitgründen nur 2 benennen. Wir haben in unserem Papier auch 2 genannt. Das eine ist Facebook. Man kann sagen, 2,5 Milliarden Menschen nutzen diese Möglichkeiten. Das ist natürlich eine enorme, also sagen, gibt denen unglaublich viel Spielraum und auch Einflussmöglichkeiten. Und das hat zum Beispiel, natürlich beeinflusst es auch politische Entscheidungen, weil die Algorithmen sind so programmiert, dass sie Menschen dazu bringen, möglichst viele Interaktionen zu machen, es weiterzuleiten, zu teilen, zu liken oder zu haten und so weiter. Warum ist das so? Weil je länger die Menschen da in der Interaktion sind auf dieser Seite, umso höher sind die Werbeeinnahmen. Und Werbeeinnahme ist halt das entscheidende Kriterium. Das hat zu der verrückten, das führt dazu, dass negative Botschaften, die halt eher dazu einladen, dass es mehr Aufregung gibt, mehr emotionale Reaktion, dass die einfach deutlich mehr am Trend liegen. Und deswegen sind Fake News und Hassbotschaften eigentlich mal so stark im Kommen. Das ist nicht die persönliche Entscheidung von Einzelnen, sondern das ist der Automatismus der Algorithmen. Das hat zu der verrückten Situation geführt, obwohl ja in den USA Facebook eigentlich eher politisch bei Hillary Clinton sich verorten würde, aber der Mechanismus von Facebook eher die Wahl von Donald Trump befördert hat, weil es eben mehr im Mechanismus von Fake News und Hate Speech und so weiter funktioniert hat. Und ein anderes Beispiel, um hier mal auf ganz aktuelle soziale Kämpfe in Berlin einzugehen, ist natürlich das Airbnb, wo, also wir haben ja hier in Berlin enorme Kämpfe gegen Mietenexplosion, da ist jetzt Airbnb wahrlich nicht der einzige Treiber, sondern wir kämpfen ja couragiert für die Enteignung von Deutsche Wohnen und für einen Mietendeckel hier als Linke, aber natürlich ist auch so ein Modell wie Airbnb, entzieht nicht nur dem Markt Wohnung, sondern führt auch dazu, dass Daten angesammelt werden in privaten Händen. Und um diese Dimension mal zu verdeutlichen, im Jahr 2017 hat Airbnb 30 Milliarden Umsatz gemacht, also da sieht man so, das ist jetzt nicht mehr nur so ein kleines Nischenprodukt von ein paar Leuten, die intern was austauschen, sondern es ist eine große, spielt eine große Rolle. Und es ist, glaube ich, auch ein Beispiel für privatisierte Märkte, wo es eine Vernetzung von Nachfrage und Angebot gibt. Wir haben gesagt, was kann man da tun? Ja, wir glauben, es braucht einen digitalen New Deal. Und das heißt, im Deutschen ist das ja mit dem Begriff New Deal immer so eine Sache. Wer sich mit seiner Geschichte beschäftigt hat, weiß, das hat überhaupt nichts von kompromisslerisch aufgeweicht, sondern das war ein sehr konfrontatives Herangehen, was einen Gesamtzusammenhang hat und die Verhältnisse grundlegend verändern will. Wir nennen, also ich würde sagen, im Modus des bisherigen Geschäftsmodells kann man die Probleme nicht lösen. Deswegen braucht es eine grundlegend andere Herangehensweise. Auch von den 3 Frauen, die den Text zusammengeschrieben haben, wir bevorzugen da andere Worte. Also ich zum Beispiel spreche am liebsten vom Sozialismus, andere eher von Commonismus, also nicht das mit dem C vorne in Anlehnung an Commons, an Gemeingüter. Man kann es auch anders nennen, eine Ökonomie des Gemeinsamen auf jeden Fall. Und damit es nicht nur in dem großen utopischen Bild bleibt, die Ökonomie des Gemeinsamen, haben wir auch ein paar Schritte dahin benannt. Und die will ich jetzt anreißen, um sie gemeinsam mit Ihnen, mit euch weiter zu diskutieren. Das erste ist, wir brauchen ein Ordnungsrecht, was auf der Höhe der Zeit ist. Und es beginnt beim Kartellrecht. Weil, das haben wir auch bei Philipp gelernt, dass man vielleicht, es geht nicht mehr in den Begriffen des klassischen Monopols. Ich würde sagen, es geht darüber hinaus. Aber wenn sozusagen ein Unternehmen wie Google innerhalb von 10 Jahren 23 Milliarden ausgibt, um andere Unternehmen aufzukaufen und nicht ein einziges Mal das Kartellamt dazwischen geht, dann merkt man, dass das Kartellrecht offensichtlich noch im industriellen Zeitalter hängen geblieben ist und keinerlei Biss im digitalen Zeitalter hat. Das muss sich ändern. Ein zweiter Punkt, wo wir ein anderes Ordnungsrecht brauchen, ist im Bereich der Steuer. Also wir wissen, dass gerade die Tech-Giganten, die auch hierzulande unglaublich hohen Umsatz
Profite machen mit aller Daten, die wir dort immer wieder einspeisen, enorm wenig Steuern bezahlen. Und da gibt es eine Vielzahl von ja geradezu legaler Tricks, die die benutzen. Ein legaler Trick ist, den nutzt Apple sehr gerne. Wenn Sie hier Profit machen, Umsatz, Gewinne, dann müssen Sie aber an ein Tochterunternehmen in Irland enorme Lizenzgebühren bezahlen, die dann hier gegengerechnet werden, sodass hier formal kein Gewinn anfällt. Und in Irland, wundersamerweise, sind natürlich die Steuersätze viel niedriger. Also die EU hat errechnet, dass die Tech-Giganten nur 9,5% Steuern bezahlen. Kann man jetzt mal einen Bäcker oder einen Handwerker fragen, wer auf seine Gewinne nur 9,5% Steuern bezahlen muss. Ja, ich glaube, die wären sehr froh. Also da muss man ran, das Steuersystem muss auch so organisiert sein, dass es halt den Realitäten, wie heutzutage Internetgiganten Gewinne machen, gerecht wird. Ein weiterer Punkt hin zu einem digitalen New Deal besteht in einem Begriff, naja, der ist vielleicht jetzt nicht so umwerfend, aber er ist total wichtig, Interoperabilität. Was meint das? Es meint das Recht, wenn ich zum Beispiel von einem sozialen Netzwerk in ein anderes umziehen möchte, dass ich sowohl meine gesamte digitale Biografie wie alle Kontakte und Vernetzungen mit anderen Nutzerinnen und Nutzern mitnehmen kann. Um das vielleicht mal auf ein etwas traditionelleres Beispiel zu führen. Also wenn ich einen Telefonanbieter wechsle, kann ich ja trotzdem mit den alten Nummern, die ich in meinem Handy eingespeichert habe, weiter telefonieren, weil da gibt es sozusagen die Kommunikationsmöglichkeit. Wenn ich mich jetzt entscheiden sollte, ich möchte nicht mehr Facebook entsprechend unterstützen und ziehe zu irgendeiner der Alternativen, aber alle meine ehemaligen Schulfreundinnen sind weiterhin bei Facebook und fühlt man sich relativ schnell alleine dann in der gemeinwohlorientierten Alternative, dann halt in der Diaspora und denkt, ja, auch irgendwie schade, gehe ich vielleicht doch wieder zurück. Jetzt könnte man gesetzlich, dazu ist ja die Demokratie da, dass man auch reguliert und auch Unternehmen, Konzerne entsprechend reguliert, einfach verpflichten, dass sie Interoperabilität ermöglichen. Also dass ich von einem wunderschönen, neuen, gemeinwohlorientierten sozialen Netzwerk aus mit alten Klassenfreundinnen weiterhin kommunizieren kann, auch wenn die noch bei Facebook geblieben sind. So, das sozusagen wäre technisch möglich, wenn du so eine Regulierung entsprechend in die Wege leitest. So, und dann kommen wir zum zentralen Punkt. Es gibt ja immer wieder die Frage, wie löst man das überhaupt, wenn die so dominant sind und inzwischen nicht nur Markt beherrschen, sondern quasi schon selber den Markt bilden, dann ist natürlich immer eine linke Antwort enteignen. Jetzt ist nicht meine Vorstellung, also zumindest meine nicht, ein staatliches Facebook zu schaffen, so nach dem Motto dann, ich meine, ich würde das bestimmt besser nutzen als die Leute von Facebook, aber man weiß ja nicht, wer das Sagen hat im Staat, deswegen sozusagen ist die Antwort jetzt nicht ein staatliches Facebook, sondern eher gemeinwohlorientierte, nach Commons-Prinzip funktionierende Alternativen zu stärken. Dafür muss es auch einen Förderfonds geben, aber man darf sich keine Illusionen lassen. Man darf es da keine Illusionen hingeben. Solange es sich eine knallharte Regulierung der jetzigen Internetgiganten gibt, werden es gemeinwohlorientierte Alternativen verdammt schwer haben. Deswegen sage ich, wir werden uns mit mächtigen Gegnern, sehr finanzmächtigen Gegnern anlegen, wenn wir da wirklich was in der Sache verändern wollten, nicht nur an der Oberfläche. Und wer mal so ein Gespür dafür kriegen will, manchmal ist ja die künstlerische Literatur, kann uns dann nochmal auf eine ganz andere Art und Weise sinnlich ansprechen. Der Roman The Circle, finde ich, zeigt das sehr schön, wie ein Unternehmen, wenn es einmal so dominant ist, dann auch politische Gegner immer wieder aussteuern kann. Also kurzum, eine Partei alleine wird das nicht reißen, sondern was es braucht, ist ein breites, antimonopolistisches Bündnis für ein großes Ziel, nämlich die Demokratie zu verteidigen und digitale Freiheitsrechte wirklich umzusetzen. Dankeschön. Danke. Wir wollten ja hier ein bisschen die Debatte lossteuern und ich muss gar keine Frage stellen, sondern du wolltest direkt auf den Punkt. Ja, genau. Ich wollte einen Punkt unterstreichen, den Katja Kipping gesagt hat und der, wenn ich so Diskussionen führe, da heißt immer, ich bin ja nicht auf Facebook, nicht mal ein Problem. Und mir kommt das so vor, als dass unsere Diskussion über Daten so ist wie Sex vor AIDS. Also alle poppen so ein bisschen rum und so und jeder kann sich die Partner suchen. Man muss sich irgendwie beschäftigen. Manche finden es auch doof, weil es mit Macht und Unterdrückung zu tun hat und so. Oder werden Mönche und sagen, nee, ich habe ein Verhüterli. Also irgendwie so. Und dann kommt AIDS und plötzlich ist im Bewusstseinswandel, alle sagen, oh, ich muss mich irgendwie damit auseinandersetzen, wo
Männer so ihre Flüssigkeiten hintun und Frauen so. Und auf einmal ist es so, dong, wusch, bam, alles geändert im Bewusstsein von allem. Und wir gehen mit Daten so um, als gäbe es nicht AIDS. Es gehen aber in jedem Moment überall Daten raus, ja. Also ich habe mal ein Verhüterli dabei, ich zeig's euch mal. Also, Wahnsinnsvergleich, oder? Das ist meine Kreditkarte. Ich war mal Chefredakteur von Chip übrigens, vielleicht bin ich deswegen ein bisschen paranoider. Und über Near Field Communication sendet meine Kreditkarte in jedem Moment. Also wir haben mal so einen Test gemacht, du kannst auf einen Meter vorbeigehen oder auf Daten und einfach die rausgeben. Oh, da fehlt Geld, dann wird's klar, okay, oh, es gibt so. Aber in jedem Moment, ja, in jedem Moment senden wir Daten über Handy, über WeChat, über... Und die gehen alle in diese Märkte von Philipp. Und das ist so. Und nicht irgendwie zu nette, irgendwo wo Nettes hin, wo Menschen sagen, ach, inneres Wachstum, Demokratie, sondern die machen kapitalistische Märkte. Und wir wachen nicht auf, ja. Und das passiert an jeder Stelle, in jedem Markt, ja. Am Ende habe ich Märkte, die aggregieren. Und ich habe so Rent-Seeking. Also ich muss gar nichts mehr machen, ich nehme einfach nur Geld. Dafür, dass ich das, was vorher, hey, ich hätte mal eine Wohnung, möchtest du gerne? Okay, und dann sagt der Ordnungsdezernent, nee, dann möchte ich das nicht so. Oder hey, ich hätte da ein Taxi, möchtest du nicht? Ja, ich muss ja irgendwie arbeitsrechtlich und so. Und dann kommt Uber und ändert den kompletten Markt. Und so ist es überall, in jedem Moment. Und immer fließen die Daten hin. Das wollte ich nur ergänzen. Ja, ist, glaube ich, eine wichtige Ergänzung. Weil man kann sich ja theoretisch davon immer frei machen, aber wenn ich dann so denke, ich habe ja mein Handy auch die ganze Zeit bei mir und denke, wenn es weg ist, mein dritter Arm ist ab oder so, also die eine Sache ist ja zu sagen, ich hätte gern alles enteignet, aber eigentlich möchte ich mein Apple-Produkt erstmal gerade nicht abgeben oder also genau, es wird dann immer ein bisschen schwieriger. Du wolltest auch noch eben darauf reagieren und dann habe ich noch eine Frage. Ja. Du hast schon die Hand genommen, ich will mich nicht vordrängen. Okay, also nur zwei kleine Punkte sozusagen als Ergänzung, weil ich jetzt die Inputs auch so spannend fand. Das mit Interoperabilität ist ein gutes Beispiel dafür, wie man bestimmte sozusagen Dinge sich verkaufen, wie wir uns bestimmte Dinge verkaufen lassen, die wir früher nie akzeptiert hätten. Also ich, Sie alle, wir alle leben immer noch in einer Welt, in der Sie ein Telefon nehmen können, Sie können jeden Menschen, der ein Telefon hat, auf der Welt anrufen. Nicht wahr? Das ist Interoperabilität. Und jetzt sind wir in einer Welt gelandet, die soll irgendwie sozusagen praktischer sein, in der ist das nicht mehr der Fall. Und wenn man jetzt so ein kleines bisschen sozusagen sich dieser Situation bewusst ist und sozusagen nicht WhatsApp nutzt, jedenfalls nicht dann, wenn es irgendwie anders möglich ist, dann muss man sich ständig abstimmen, was benutzt denn die andere Person eigentlich für einen Alternativ-Messenger und so weiter. Ist eigentlich vollkommen verrückt, nicht wahr? Alles, was wir wollen, ist sozusagen Telefonnetz, wenn wir Interoperabilität fordern. Das muss man sich mal sozusagen klar machen, wenn einem als Gegenargument der Eingriff in den Markt und so weiter irgendwie entgegengehalten wird, dass man das Trivialste der Welt eigentlich fordert. Zweiter Punkt, ich glaube und sozusagen, ich tue das jetzt nur sozusagen, weil ich jetzt irgendwie öfter erlebe, dass das sonst niemand sagt, sozusagen. Ich möchte auf einen Punkt hinweisen. Es gibt sozusagen so eine Tendenz, nach Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung, also unseres jetzt geltenden, zumindest vom Prinzip her, Datenrechts, das sozusagen gering zu schätzen, in dem Sinne von, das bringt sowieso nichts und ist irgendwie zu lasch formuliert und so weiter. Das ist ein Feld, das in dem momentan sozusagen das, was am Ende dabei rauskommt, in politischen Kämpfen entschieden wird. Die sind verdeckt, die sehen wir nicht, weil die letztlich durch das Rechtssystem laufen. Es laufen die Klagen, die sozusagen aber viel zu wenige, würde ich sagen, die an deren Ende wir wissen werden, was diese Prinzipien konkret bedeuten. Und das Problem in dieser Situation ist, dass im Moment die Standardsetzung, also die Interpretation der Werte und Prinzipien, die wir uns in Sachen Datenschutz in Europa gegeben haben, dass die von Unternehmensseite bestimmt wird. Und es ist ziemlich verrückt, wenn Sie sozusagen in Deutschland in Mittelstandsverbänden und so weiter sich umhören, die machen da gar nichts. Währenddessen adaptiert das Mark Zuckerberg und sagt, so sieht die praktische Anwendung des Standards aus. Und dann kriegen wir ein Facebook-Prinzip, nicht wahr? Wenn das sozusagen das Prinzip wird. Deswegen glaube ich, es ist für diese ganze Frage auf Konflikte, nicht wahr? Airbnb und mit den Mietern und so auch wichtig, ganz klar.
total wichtig. Aber die großen Fragen des Datenschutzes, die dann zum Beispiel direkt relevant werden für die Fragen, was kann eigentlich, wie lang kann eigentlich oder inwiefern kann das klassische Geschäftsmodell, das auf Datenextraktivismus basiert, bei Google und Facebook überhaupt funktionieren? Mit einer harten Auslegung der DSGVO wird es da Probleme für diese Unternehmen geben. Und ob die hart oder weich ausgelegt werden wird, das ist eine Frage politischer Konflikte, die man, glaube ich, also ich bin ja nur ein deutscher Professor, aber Leute, politische Akteure, auf unterschiedlichsten Ebenen können natürlich in diese Konflikte reingehen. Sie können als Gewerkschafter zum Beispiel den Datenschutz für Beschäftigte als mögliches neues Schwert sozusagen zur Durchsetzung von Rechten ins Spiel bringen. Dann müssen sie halt die Datenschutzagenturen auf einmal sozusagen auch als neue Akteure in diesem Feld nutzen. Nicht wahr? Und das ist, glaube ich, was irgendwie übersehen wird, obwohl es ein gigantisches Möglichkeitsfenster ist. Ich könnte es dann noch einmal so ein bisschen klarstellen, auf welchen Ebenen ihr euch dann jeweils auch so ein bisschen befindet, weil Philipp, du hattest jetzt eben mit Europa eigentlich angefangen, mit einem Gesellschaftsvertrag auf europäischer Ebene. Das klingt jetzt auch so, es gibt eigentlich diese Rahmenbedingungen, aber wer setzt die auf welchem Level um? Also wie würden wir denn Airbnb regulieren oder machen wir sozusagen graswurzelmäßig so selber unsere eigenen Plattformen? Also könnt ihr vielleicht nochmal so ein bisschen klar ziehen, auf welchen Ebenen ihr euch das vorstellt, da so eine Regulierung und andere Möglichkeiten einzuziehen? Vielleicht ist das ganz gut, um sich das ein bisschen besser vorstellen zu können. Vielleicht fängst du mal an, wenn du möchtest. Ja, von der lokalen Ebene bis zu Europa, bis perspektivisch auch internationale, multilaterale Organisationen. Ich glaube, an allen Stellen muss man daran. Also die gemeinwohlorientierte Alternative zu Airbnb, Fairbnb, die gibt es ja wirklich. Die sind halt so angelegt, dass sie einen Teil der Einnahmen spenden in die lokalen Kieze vor Ort und dort halt für einen anderen Umgang. Das ist ja in lokalen Städten, also sehr in Städten entstanden, zum Beispiel in Barcelona. Katalin Genburg ist da die Expertin, kann vielleicht auch noch was dazu erzählen. Also da würde jetzt der Verweis, erst muss alles in Europa geregelt werden. Nee, da haben einfach Leute angefangen, eine Alternative zu starten und dann sind halt Politikerinnen wie auch eine coole Bürgermeisterin reingegangen und haben gesagt, das unterstützt man mit aller ja auch Schwierigkeit, die das hat. Und dann würde ich natürlich sagen, Ordnungsrecht, da kannst du auf Bundesebene, wenn es entsprechende Mehrheiten geben, Sachen anders gestalten und darfst dich nicht damit irgendwie rausreden, ja, also bevor wir hier auf europäischer Ebene nicht einen Common Sense dafür haben, können wir nichts machen. Nein, du kannst ein Steuerrecht hierzulande anfangen, zum Beispiel ein digitale Betriebsstätte einzuführen oder zu sagen, Lizenzgebühren können nur bis zu einer ganz bestimmten Summe abgerechnet werden. Natürlich wäre es am wirkungsvollsten, wenn es zum Beispiel um die Frage Besteuerung ging, wenn die Europäische Union in dieser Frage auch an einem Strang zieht. Darauf muss man auch hinarbeiten. Und ich sage mal, das wird nicht einfach angesichts der jetzigen Situation und auch Handlungsunfähigkeit in vielen Bereichen in der EU. Aber ich will nur sagen, es hat mal eine Zeit gegeben, da war die deutsche Bundesregierung sehr durchsetzungsstark, leider für die falsche Sache. Als es darum ging, die griechische Regierung mit einem total kontraproduktiven Austeritätsprogramm in die Knie zu zwingen, war Wolfgang Schäuble als Bundesfinanzminister tonangebend und hat das durchgedrückt. Eine andere politische Richtung geben, einen anderen Finanzminister oder Wirtschaftsminister oder eine andere Wirtschaftsministerin, man könnte dann ja vielleicht für ganz andere Ansätze werben, zum Beispiel für einen digitalen New Deal, der dann eher auf die dritte Variante von Philipp Stab hinarbeitet. Die Frage nach den Ebenen ist ja eine total spannende. Also DSGVO ist ein super Beispiel. Also ich sage normalerweise nie, dass wir uns bemühen, First-Party-Data-Strategie und möglichst keine Daten rauszugeben. Warum? In einem föderalen System auf Bundeslandebene hast du auf Bundeslandebene Datenschutzbeauftragte. Und der hessische Datenschutzbeauftragte hat jetzt ein bisschen Probleme, Facebook und Google anzuklagen. Der kann sich aber total gut meine Plattform anschauen und macht das mit großem Genuss. Also, und wenn ich jetzt versuche, dem etwas entgegenzusetzen, ja, habe ich ein unfassbares Hemd. Also wir bemühen uns redlich und so weiter, machen 100 pro weniger Mist als internationale Player.
Es geht aber womöglich kaputt. Ich gehe noch eine Ebene runter. Ich gehe in Ferienvermietung Sylt oder so. Ja? Und jetzt versuchst du, datenschutzkonform da zu handeln. Und es ist ein Riesenproblem. Und jetzt komme ich auch nochmal einen Begriff, den Katja Kipping gesagt hat, Gemeinwohl. Ich glaube, dass wir hin müssen zu einer wertbasierten Überlegung, welche Güter sind denn Gemeingüter? Da gehört Infrastruktur zum Beispiel dazu. Der Kleine auf der untersten Ebene kann Infrastruktur nicht zur Verfügung stellen. Pluralität entsteht nur, wenn sie ihm zur Verfügung steht. Genauso wie öffentliche Daten, ja, Infrastrukturdaten, Geodaten und so weiter. Google kann sich's leisten, Autos zu kaufen, die alles aufnehmen und kartografieren, Satelliten haben und so weiter. Ich brauche aber Gemeingutdaten. Und das Letzte, ich brauche Identität als Gemeingut, die drei I's, also Inhalte, Identität und Infrastruktur, damit ich damit arbeiten kann. Und wenn wir das nicht zur Verfügung stellen, sondern sagen, der Markt regelt das schon und das kann ich doch billig einkaufen oder Google und Facebook und Amazon haben ganz tolle Unterstützungsprogramme, komm doch zu uns, mach das auch auf unserer Plattform, kostet auch nichts, bin ich in dieser Abhängigkeit und kann keinen Wert dagegen setzen oder Zweck, will Philipp sagen. Ja, also ich teile da im Prinzip deine Beschreibung, Städte in Europa gehören zu Europa und deswegen muss man sich das Case für Case angucken, was dann jeweils die relevante Handlungsebene ist und sozusagen Ordnungsrecht, klar, also hast du alles gesagt. Ja, vielleicht sozusagen nur noch mal als anschließend an dich, Thomas. Das mit den Gemeinwohldaten, das, also vielleicht willst du das auch noch mal erklären, aber ich finde, das ist ein, da muss man so ein bisschen vorsichtig sein. Ich glaube auch, dass sozusagen, und ich hoffe, ich mache mich jetzt nicht allzu unbeliebt hier, aber sozusagen die große Open-Data-Emphase, die betrachte ich, vielleicht verstehe ich es auch nicht gut genug, ich betrachte die mit gewisser Skepsis. Wenn die Logik ist, oder sagen wir, wenn wir dieses Argument kaufen, dass Daten das neue Öl sind, sollte dann die Idee sein, dass das neue Öl von jedem gleichermaßen genutzt werden kann. Der Effekt, der mir dann unter der gegebenen Machtkonzentration notwendigerweise einzutreten scheinen muss, ist, dass natürlich die GAFA-Konzerne mit den Daten viel mehr machen können als irgendwelche gemeinwohlorientierten Startups. Nicht wahr? Und da kommt diese ganze Frage der sozusagen Steuerung, Governance, dem Design von Märkten, das sozusagen, glaube ich, unter unterschiedlichen Begriffen von der konservativen Seite des politischen Spektrums bis hierher sozusagen in irgendeiner Art und Weise auch immer erkannt wird. Ja? Also ich glaube auch in der CDU sitzen, oder ja, das ist vielleicht nicht ganz richtig, aber also, naja, jedenfalls, dass Märkte sozusagen eine bestimmte Art von Design brauchen, das glaube ich, ist auch da der Fall. Und dann alles einfach rauszuhauen, ist, glaube ich, sozusagen, damit verschenkt man strategische Potenziale, die man hat, um dort zu gestalten. Ja, also. Wow, guter Ball, also tiefe Diskussion. Ich nehme mal das Beispiel Österreich. Österreich war sehr, sehr früh dabei, einen staatlich, ich sage es mal so flapsig reglementierte Zugang zu Daten zu haben. Also sehr schnell Rechtsgebung zu haben, sehr schnell ein Recht auf digitale Identität, aber nicht so, wie wir es zum Beispiel in den baltischen Staaten haben, wo du ein Muss auf digitale Identität hast. Und damit hast du auch super tolle digitale Überwachung und Finanzsysteme, aber du hast ein Recht. Also wenn es eine digitale Identität gibt, ist eine bestimmte Art, das geschützt zu sein. Das hat eine Universität Graz, hat das Identitätssystem entwickelt, das liegt auch dort und ich habe einen gewissen Zugang, also einen staatlichen Zugang dazu und einen Marktzugang oder ich habe Geodaten, die ich dann zur Verfügung stellen kann. Wenn ich jetzt einen staatlichen Willen habe, kann ich auch Demokratieprojekte dort haben. Es gibt dort einfach Bürgerbeteiligungsprozesse, die ganz, ganz einfach sind, weil per Zwang alle politischen Prozesse digitalisiert sein müssen. Also habe ich auch Zugang zu Politik über die Digitalisierung und die Öffnung für die Daten. Also in diesem Sinne meine ich es. Ich glaube, das ist aber genau der Bereich, wo, oh, das fließt aber hier in Strömen,
der Bereich, wo wir alle gemeinsam oder ganze kritische Digitalszene echt noch einen Diskussions- und Verständigungsbedarf haben. Weil das stimmt schon irgendwie, aber ist jetzt, was du beschrieben hast, aber wäre jetzt die Alternative, dass wir eigentlich ein europäisches, wirklich soziales Facebook machen müssen, sozusagen, wenn es nicht komplett offen oder wenn die Frage, was heißt mit der Gemeinwohlorientierung? Für mich gibt es einen Punkt, wo ich auf jeden Fall für eine Entprivatisierung bin, und zwar wenn Steuergelder, öffentliche Gelder in die Hand genommen werden, um zum Beispiel die Forschung von KI, künstlicher Intelligenz zu unterstützen, dass danach die damit gewonnenen Erkenntnisse nicht privatisiert in den Händen eines Konzerns landen dürfen, sondern dass man sagen muss, dann gibt es gewisse vielleicht Schutzzeit, um das weiterzuentwickeln, aber da muss klar sein, wenn es mit öffentlichen Geldern gefördert ist, muss danach die Erkenntnis allen zur Verfügung gestellt werden. Du kannst auch noch antworten. Ich will euren. Ich glaube, das ist wichtig. Ich mache es nur kurz. Mein Argument oder das, was ich sozusagen zu bedenken geben möchte, ist nicht, dass wir deswegen das alles lassen sollen. Der Punkt ist, man muss da sozusagen strategisch drüber nachdenken unter den Gegebenheiten eines vermachteten Feldes. Und man erhält sich möglicherweise Gestaltungsspielraum, wenn man sich nicht verpflichtet auf eine radikale Open Data Strategie. Das ist so. Voll dabei. Also um ein bisschen hier Salz in die Suppe zu streuen, weil ihr ja so sehr harmonisch miteinander seid, vielleicht noch zwei ketzerische Fragen oder Dinge, die mir dabei gekommen sind. Heute in der FAZ stand, die Amerikaner zum Beispiel würden sagen, ja, wenn ihr Apple, Facebook, Amazon mehr besteuert, dann kaufen wir eure Autos nicht mehr. So, also wir haben ja nicht nur einfach Monopole als Problem, sondern ja auch handfeste Staaten. China war jetzt hier der eine Staat, aber tatsächlich haben wir ja auch ein handfesten Handelskrieg irgendwie am Laufen und müssen uns ja schon überlegen, wie wir auf dieser Ebene agieren. Das ist vielleicht das eine Problemfeld. Ihr müsst jetzt nicht die Lösung haben, aber nur das zu bedenken. Und auf der zweiten Ebene, auf der individuellen, das hatte ich eben schon angerissen, ich als Konsumentin habe jetzt erstmal vielleicht nicht, sehe nicht dauernd das Problem oder die Notwendigkeit, jetzt irgendwie Konzerne zu enteignen. Das ist vielleicht, wäre ja schön, wenn es so wäre, wenn alle sofort so denken würden. Bei dem Wohnmarkt tatsächlich drängt sich das immer mehr auf. Aber im Moment kann man ja sagen, Instagram finde ich toll, TikTok finde ich toll, das unterhält mich. Warum sollte ich jetzt dagegen sein? Also warum sollte ich jetzt anfangen? Ich fühle mich jetzt in der Aufmerksamkeitsökonomie vielleicht nicht gerade die ganze Zeit entfremdet. Wir als Redakteurinnen sehen das vielleicht so und ich würde auch ganz gerne, ne? Aber wie kriegen wir also die Einzelnen dazu, diese Art Vision zu wollen und zu sagen, wir müssen das machen? Die würden vielleicht sagen, okay, Amazon soll mehr Steuern zahlen, aber wie gesagt, ich möchte jetzt eigentlich kein anderes Handy haben. Und wie überzeugt man also die Leute? Wie bildet man Bündnisse? Und vielleicht, um das noch komplizierter zu machen, eben, wir befinden uns auf einem globalisierten Weltmarkt, ist das überhaupt so einfach umzusetzen? Also was seht ihr als wirklich jetzt realistische Strategien ein, politische Bündnisse zu haben und auf welcher Ebene einzugreifen? Also das, wenn man das so einfach sagen kann, finde ich das tatsächlich mal spannend zu hören. Wer möchte zuerst? Und danach geben wir an euch ab, keine Sorge. Kann man auf das Argument mit den Autos und Handelskrieg eingehen? Das ist ja ein relevantes Argument, weil das ist ja genau das Argument gewesen, was bisher deutsche Finanzminister davon abgehalten hat, einfach die virtuelle Betriebsstätte ins Steuergesetz aufzunehmen, um damit Amazon stärker zu besteuern, weil sie haben gesagt, na, dann kommt die Retourkutsche. Und ich glaube, darauf gibt es nur eine Antwort. Das zeigt halt das ganze Dilemma von einer exportorientierten Wirtschaftsweise. Also gibt nur eine, ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, den Handelskrieg, den haben wir ja auch so gerade. Also obwohl noch niemand hier auch nur ansatzweise sich dran macht, Amazon ordentlich zu besteuern. Das heißt, die Gefahr droht immer, dass irgendwie andere Staaten sagen, nee, wir schließen jetzt unsere Märkte für eure Autos aus den unterschiedlichsten Gründen, weil in China die kommunistische Partei beschließt, Diesel gibt überhaupt nichts mehr so her. Das, die lassen wir gar nicht mehr in unserer Städte, dann hast du ein Problem. Und keine Ahnung, weil irgendjemand im Weißen Haus beschließt, deutsche Autos wären jetzt nicht gut für seinen Wahlerfolg, also erhöht er die, also das, diese Gefahr droht immer. Deswegen würde ich sagen, es empfiehlt sich sowieso, wirtschaftspolitisch komplett umzusteuern, hin zu einer Ankurbelung der Binnenkonjunktur, weg von der Abhängigkeit sozusagen der Exportorientierung. Das ist notwendig. Sowieso, und das war nochmal ein weiteres Argument dafür, damit wir dann auch die anderen entsprechend zur Kasse bitten können. Und die Frage der realistischen Strategie, naja,
Also immer so vor 3 Jahren hätte man oder vor 5 Jahren hätte man noch nicht gedacht, dass die, also ich glaube auch nicht, dass der erste Einstieg jetzt beim Thema Digitalisierung ist, überall die Enteignung zu fordern, weil das wirkt total reflexhaft und eher schematisch und ritualisiert oder so. Ich glaube, dass auch die Enteignung ja gar nicht per se das Ziel ist, sondern eher, dass danach für die Menschen besser klar geht. Und hier in Berlin ist ja die Enteignungsforderung gegenüber Deutsche Wohnen so attraktiv geworden, weil es ein eklatantes Marktversagen gibt und ein akutes, dringliches Leiden der Menschen, die eine Veränderung wollen. So, und wo auf einmal bis weit in die Mitte der Gesellschaft hinein so Sätze gefallen sind, also von wirklich gestandenen, eher so also wohl situierten Frauen, die haben mir gegenüber Sätze gesagt, naja, wenn man diesen Immobilienfonds nicht mit Enteignung droht, passiert ja auch nichts. So, da muss man jetzt eben mal was machen. Ja, so, und das sind jetzt welche, die waren noch nie auf einer antikapitalistischen Demo. So. Deswegen will ich sagen, es kann eine Situation geben, wo sich was verdichtet, wo es dann auch eine Zuspitzung braucht. Jetzt glaube ich, gegenwärtig braucht es erstmal die Bezeichnung des Problems, auch des Gegners. Da braucht es ganz klar Lust am Konflikt und der Gegner sind halt die Internetgiganten, Facebook, Amazon, Google, Apple und so weiter. Und das kann man an ganz vielen Bereichen zeigen. Bei Amazon kann man es auch deutlich machen, indem man sagt, wie ist die Arbeitssituation der Beschäftigten dort, indem man diese Kämpfe unterstützt. Es braucht eine Stimmung, die auch Druck auf alle politisch Verantwortlichen ausübt. Ich sage es mal andersrum, solange alle politischen Entscheidungsträger Trägerinnen total scharf auf dem Selfie mit Mark Zuckerberg sind, weil sie das bei ihren Wählerinnen als total hip und modern und zeitgemäß darstellt, solange werden wir nicht vorankommen mit einem digitalen New Deal. Ja, und bei den Journalisten dasselbe Problem. Ja. In dem Moment aber, wo es ein Problembewusstsein gibt, dass das so nicht weitergeht und ein Druck und eine Erwartungshaltung, dann kann auch Bewegung reinkommen. Und ich glaube, diesen Druck brauchen wir jetzt. Die Steuer ist ein gutes Beispiel für ein vernünftiges Fahren auf Sicht. Also das sozusagen erstmal der OECD zu überantworten und zu glauben, dass das dann schon irgendwie einen langsamen Tod sterben wird. Ich glaube, dass die eigentliche Frage doch ist sozusagen, was, in gewisser Weise hast du das auch schon gesagt, also sozusagen, was genau ist eigentlich die Alternative zu fahren auf Sicht? Und ich glaube, die Alternative ist zu sagen, etwas, bei dem eine Ordnung, in deren Rahmen wir versuchen, auf Sicht zu fahren, ist eigentlich längst vorbei. Der Freihandelskonsens liegt in Trümmern, in gewisser Weise, nicht mich steinigen, ist auch der Neoliberalismus vorbei. Ja, also das ist sozusagen, wenn man das akzeptiert und sagt, na gut, aber wenn die auf Sicht fahren in einem System, das es nicht mehr gibt, dann stellt sich diese Frage der Zwecke. Das ist die einzige Art und Weise, wie wir dann sozusagen, und das gibt dann Konflikt mit den Leuten, die sozusagen irgendwie SUV gegen Greta fahren und so, aber den muss man dann in Kauf nehmen. Und meine persönliche, jetzt als Bürger gesprochen, Perspektive darauf ist, den Konflikt haben wir doch jetzt schon, ohne zu handeln. Warum sollen wir dann nicht auch handeln? Das ist das eine. Und jetzt nochmal sozusagen analytisch gesprochen, weil die Frage mit den Konsumenten, die eigentlich für die Monopole sind, ist natürlich klasse. Die ist total wichtig, weil die muss man stellen, wenn man den digitalen Kapitalismus analytisch verstehen will. Wir kommen, und das ist dann eben doch lebendige Legacy des Neoliberalismus, wir kommen wir leben in einer Welt, in der wir aus einer Tradition kommen, in der wir den Status des Bürgers oder das Verständnis von Menschen als Bürger immer weiter zurückgestellt haben und dem letztlich sozusagen nur eine Figur entgegengestellt haben, das ist der Verbraucher oder die Verbraucherin. Die Expansion von Rechtsansprüchen und so weiter passiert in der Rolle des Verbrauchers, während sie in der Rolle des Bürgers, etwa des Betriebsbürgers, zurückgeschnitten wird. Und der Witz ist jetzt, wenn Sie sozusagen einen Konflikt im digitalen Kapitalismus politisieren wollten, dann würde ich sagen, muss man verstehen, dass der digitale Kapitalismus einer bestimmten Formel folgt, und diese Formel ist Kapital plus Konsument gegen Arbeit. Kapital plus Konsument, weil die Konsumenten die Monopole lieben, weil die Monopole den Konsum quersubventionieren. Weil ihre Fahrten bei Uber so billig sind, dass sie fahren ja alle nicht Uber, aber sozusagen, dass sie sich die leisten könnten, weil Uber kein Geld verdient, weil die den Konsum quersubventionieren. Ich war aus Risikokapital. Gleiche Nummer läuft mit den Daten bei Google und Facebook. Und wenn man versteht, dass diese Unternehmen im Kern privatisierte Märkte sind, dann eröffnet es eine neue Perspektive auf diese Gleichung. Stellen Sie sich eine Ökonomie vor, die nach der Logik privatisierter Märkte funktioniert, in der 30% der Umsätze von Markttransaktionen einfach deswegen, weil diese Märkte technologisch kontrolliert sind, an einige wenige Leitunternehmen fließt. Das bedeutet nichts anderes, als dass diese 30% der Transaktionssumme
dem Wirtschaftskreislauf entzogen sind, damit auch der Verteilungsfrage im Kontext der Arbeit. Das ist, by the way, würde ich sagen, die grundsätzliche analytische Begründung dafür, warum diese Unternehmen auch Vorreiter der Rationalisierung sind. Warum Amazon sozusagen bei den Löhnen drücken sollte, weil die Gewinne natürlich am Ende des Tages von der Arbeitsseite kommen. Und diese Logik zu politisieren würde bedeuten, den Bürger statt dem Konsumenten wieder ins Zentrum zu stellen. Das ist, glaube ich, die einzige Art und Weise, wie man aus dieser Blockade, denn letztlich ist es sozusagen ein blockierter Konflikt im Moment, nicht wahr? Wir kommen aus einer Welt, in der wir in der OECD-Welt Lohnstagnation haben und in der Zeit steigen Unternehmen zu den wichtigsten Unternehmen der Welt auf, die Konsum subventionieren. Das kann man den Leuten nicht einfach wegnehmen. Da muss man schon sagen, warum das sozusagen ihre grundsätzlichen Rechte, die über die des Verbrauchers hinausgehen, berührt. Dem Bürger oder die Arbeiterin, weil dann, wenn wir Daten eigentlich produzieren, arbeiten wir ja für die großen Konzerne, oder? Im europäischen Framework sind Beschäftigte Rechtssubjekte. Die haben Anrechte. Das ist unser, wenn man so will, sozusagen Erbe des koordinierten Kapitalismus. Also vielleicht auch das wieder stärken, habe ich das richtig verstanden? Gut, das meine ich. Da bin ich auch dafür. Gut. Also erstmal, ich teile deine Sehnsucht, ja. Also das mal vorweg als Rahmen. Ich breche es ein bisschen runter auf meine Welt. Ich glaube, dass wir über die große Geschichte nachdenken müssen, die wir erzählen wollen von der Welt, ja. Und wir erzählen die falsche Geschichte. Also Moderne ist Welterweiterung. Ich mache immer und so weiter. Ich erobere die Welt oder so mit Automobilen. Alle fahren Audi und Erweiterung. Geht jetzt nicht mehr so richtig. Wir merken, kommt an so ein Ende in der Moderne. Also Selbstoptimierung. Ich habe auch eine Uhr. Also ich habe so eine Sonderform von Asthma, hilft mir sehr, auf meine Zahlen zu kommen. Also ich optimiere mich auch selber. Ich betrüge mich, dass ich sage, ich habe ja medizinische Gründe, aber habe einen völlig neoliberalen Selbstoptimierungsgrund da. Sende meine Daten an, völlig überraschend Apple, weil ich die geilste Uhr finde. Genau, und das auch in dieser Welt ist so. Also welche Geschichte erzählen wir? Und jetzt kommen wir zur Politik und jetzt kommen wir zu Medien. Wir müssen anfangen, die Geschichte anders zu erzählen. Wir fangen an, im Klima die Geschichte neu zu erzählen. Die Frankfurter Rundschau berichtet seit 20 Jahren über die Folgen der Klimakrise. Es hat eine Greta gebraucht und Fridays for Future, dass wir anfangen, diese Geschichte neu zu erzählen. Bei Daten und bei diesen Märkten haben wir noch kein AIDS, also wir haben noch kein Klimabewusstsein dafür. Und ich glaube, dass wir anfangen müssen, diese Sollbruchstelle zu etablieren, damit wir anfangen zu merken, wie Dinge ins Rutschen kommen, wie wir Daten hergeben und müssen die Geschichte neu erzählen. Und ich sag mal jetzt wieder aus Mediengeschichte, die Geschichte heißt nicht Straubinger Tagblatt gegen Passauer Neupresse, sondern die paar überlebenden Lokalzeitungen versuchen überhaupt noch in Stadtparlamente zu gehen, in Gemeinderäte zu gehen. Heute geht gar keiner mehr in den Kulturausschuss, weil das gar nicht mehr refinanzierbar ist im Longtail und nur noch so ein bisschen was Überregionales. Und diese Geschichten müssen wir neu erzählen und denen müssen wir Wert geben. Und genau, das heißt ja nicht, dass der alte Journalismus ins Neue, Gott bewahre. Wir müssen uns mit dieser Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom-Rezeption schon auseinandersetzen. Aber genau, also strategisches Storytelling, da ist wieder Politik gefragt. Möchtest du noch was zu sagen? Gut, dann jetzt ist Zeit für Fragen, endlich. Genau, es gibt einen. Wir haben alle. Oh. Gut, ich sammle einfach mal 2, 3, 4 Stück. Vielleicht hier vorne war direkt der erste. Ja. Ja, also ich fand es jetzt schon sehr aufschlussreich und spannend und mich treibt die ganze Zeit ein Satz um: Daten sind das neue Öl. Weil ich komme aus der IT, aber ich komme aus der Hardware, ich komme aus der Technik. Und das, was da beschrieben wird als die Zukunft und diese ganzen Giganten, die elektronisch arbeiten, die wecken bei mir immer, man sollte Friday for Futures und die Digitalisierung endlich verknüpfen, weil wahnsinnig viel Energie gebraucht wird, allein um
das, was schon da ist, zu versorgen, geschweige denn von den Ideen, die da vielleicht umgesetzt werden. Wenn ich da an autonomes Fahren etc. denke, wenn ich da an das Smart Home und anderes denke. Genau, wir sammeln noch zwei, drei weitere. Ich kann es wirklich schlecht erkennen, vielleicht suchst du, ja. Also ich sehe da und da. Ja. Dankeschön. Was mich eigentlich bei der ganzen Diskussion umtreibt, ist eigentlich so die Geschichte, also ich bin, meine Generation, wir haben in der Schule alle noch 1984 gelesen und haben ganz hochnäsig gesagt, also sowas kann uns nie passieren, wir sind viel zu kämpferisch, zu großmäulig und das würde uns nie gefallen lassen. Aber keiner von uns hat damit gerechnet, dass das auf so eine charmante Gratis-Variante, diese Digitalisierung und dieser Allmachtsanspruch daherkommt, dass uns alles geschenkt wird, umsonst angeboten wird. Wenn ich in den Laden gehe und einen Mantel kaufen will, dann sehe ich die Qualität, den Preis, gucke, wie es ist verarbeitet und denke so, ganz schön teuer fürs Geld, oder ich sage, ist akzeptabel. Bei Daten sehe ich das nicht. Und für mich ist dieses ganze Datenthema auch so ein bisschen wie Atomkraft, die schmecke ich nicht. Alles, was, also ich meine, auch Klimawandel berührt uns ja nicht nur wegen Greta Thunberg, sondern weil wir jetzt zwei Dürresommer hinter uns haben, wo uns in der Stadt der Arsch auf Grundeis gegangen ist. Also alles, was wir nicht wirklich, also alles, was abstrakt bleibt, macht uns keine Angst. Und ich kenne ganz viele Leute, die sagen, naja, ich habe nichts zu verbergen, was kratzt mich das? Und dann finde ich, für mich ist so eigentlich das Kernwort dieser ganzen kapitalistischen Digitalisierung eigentlich der Begriff Convenience, der so ganz lieb und nett daherkommt, als wenn es nur um Wellness und lecker Essen und Kochshows geht, sondern tatsächlich, wir sind einfach unheimlich bequem. Wir machen WhatsApp, obwohl wir wissen, dass es irgendwie mit zu Facebook gehört, dass das mit unseren Daten Schindluder getrieben wird. Aber es ist einfach unglaublich bequem und keiner will verzichten. Und wenn jemand zu mir sagt, lass uns doch zu Telegram wechseln, sage ich, oh, da müssen die anderen alle mit und das passt nicht und keiner ist da, ich habe da keinen. Ich finde, da sind wir Opfer und Täter zugleich, weil wir bequem sind. Wir wollen, also ich brauche keinen smarten Kühlschrank, der mir sagt, was ich einkaufen muss. Ich brauche auch nicht die totale Entmündigung durch Digitalisierung, die dann so smart und convenient daherkommt. Wo diese ganze Energie herkommen soll, das möchte ich wirklich mal von irgendjemandem erklärt haben. Und ich glaube, das ist für mich der Knackpunkt. Und wir reden immer von Narrativen. Dem Verbraucher geht es am Arsch vorbei, wenn es einfach nicht bequem ist. Und es muss bequem sein. Und das ist die oberste Prämisse. Und wenn es nicht richtig dolle wehtut, kratzt es die meisten Leute nicht. So. Vielleicht noch eine Frage da hinten. Ich hoffe, es ist nicht zu kompliziert. Also, ich dachte, wir machen erstmal links. Und dann das in der zweiten Runde. Ich habe sie gesehen, ja. Oder gibt es hier noch auf dieser Seite? Okay. Okay, können wir zwei Fragen hier und dann ja. Nächste Runde? Ja, machen wir so. Okay. Ich wollte nochmal auf die Frage zurückkommen, ob wir viele verschiedene Bottom-up-Open-Source-Projekte fördern sollten mit Interoperabilität oder ob wir vielleicht europäische Lösungen präferieren. Und ich finde, das hängt auch eng mit der politischen Kommunikation, mit der Frage nach den Zielen, mit der Frage auch des Wordings zusammen, was wir wollen. Wir könnten, also es wurde schon viel angesprochen, warum dezentrale Lösungen vielleicht nicht optimal sind, weil eben Economies of Scale in dem Markt besonders bequem sind, weil sie wahrscheinlich auch den meisten Nutzen für den Konsumenten oder Bürger bringen. Und ich glaube, das ist ja eine Tendenz, die es im digitalen Kapitalismus besonders gibt, aber die gibt es ja eigentlich im gesamten Kapitalismus, dass sich Monopole herausbilden. Und das ist ja auch nicht so neu, wie wir immer tun. Zum Beispiel Microsoft ist ja eigentlich schon älter und das ist ja eigentlich das Paradigma dafür, wie es sozusagen ein Unternehmen geschafft hat, einen Bereich zu usurpieren, der ja eigentlich perfekt dazu geeignet wäre, im Allgemeineigentum zu sein, nämlich Software, die einfach zu teilen ist, sagen wir Office, Windows und so weiter. Und deswegen finde ich, muss man eigentlich, also es wurde schon gesagt, wir brauchen einen neuen Deal, einen neuen Datendeal in Europa und das ist sicherlich irgendwie ein erster guter Schritt. Das war ja auch mal gefordert in der Europawahl von DiEM25, Wochen Green New Deal oder so. Und bei all diesen Ansätzen fehlt mir immer das Ziel, das wirkliche Ziel, sozusagen die Idee, die scheidet, die polarisiert.
Ansonsten ist es einfach so, ja klar, brauchen wir das, aber warum haben wir das nicht? Die Frage ist, dass wir jetzt hier, Sekunde noch, dass wir jetzt hier sozusagen gefangen sind, könnte entweder daran liegen, dass wir uns einfach nicht genug angestrengt haben und irgendwie nicht mit den USA hart verhandelt haben und mit GAFA und so weiter, oder dass die vielleicht einfach stärker sind, solange wir versuchen, irgendwie auf Augenhöhe denen zu begegnen. Vielleicht müssen wir sozusagen den Schritt weitermachen und zwar enteignen, ja, das ist irgendwie überholt irgendwie als Terminus, aber wenn man irgendwie sagt Sozialismus, dann ist ja eigentlich enteignen von allem grundsätzlich das Programm, wenn auch irgendwie erst mittel- bis langfristig. Und daher würde ich sagen, ist es auch auffällig, dass immer wieder gesagt wird, ja, wir machen Kommunismus, wir machen eine kooperative Wirtschaftsweise, wir machen eine Ökonomie des Gemeinen oder Gemeinwohls oder was auch immer. Ich würde sagen, irgendwann in den 20er Jahren wird es wieder dazu kommen, dass wir das Ganze Kommunismus nennen, weil nur das eine wirkliche Antwort ist auf all diese Fragen. Weil diese Dinge müssen wir komplett in Allgemeineigentum überführen und ansonsten werden wir das nicht schaffen. Okay, dann eine kurze letzte Frage auf diese Seite, danach hier und dann andere Seite. Genau, also mir geht es um was ganz anderes. Also bislang hat mich Amazon und diese ganzen Konzerne auch immer bewegt, aber ich habe am Mittwoch den ganzen Tag Phoenix geschaut und dort war 70 Jahre NATO und dort gab es digitalen Militarismus und Computerspielkinder, die später Drohnenpiloten werden. Und ich sag mal, das ist das Einzige, was mich als Großvater irgendwie interessiert. Wie kriegen wir diesen digitalen Wahnsinn irgendwie eingegrenzt? Das war es eigentlich, was ich wissen wollte. Okay, vielleicht könnt ihr es ja ein bisschen arbeitsteilig machen. Also so einmal die Frage, sind die Daten neuer Rohstoff wie Öl, Verbrauch von Energie, Convenience, ist das das Problem? Nochmal die Frage nach Bottom-up, europäischer Lösung. Also ihr habt Militarismus, ich glaube, ihr habt genug Rohstoff hier da. Sucht euch aus, worauf ihr eingeht. Ich fange mal an. Auch da bin ich wieder bei Storytelling. Also erstmal, ich habe neulich eine Analyse geschrieben über Streamingdienste als Soziologe und wie die unser Verhalten verändern. Und die prinzipielle Änderung, die gerade ansteht, die ich auch mit den Fridays in Frankfurt sehr stark diskutiert habe, ist, was machst du mit dem Mist, dass Streamingdienste das Rindfleisch des Internets sind? Also das ist ja Mist irgendwie. Also da musst du auch noch, also Veganer zu werden, ist vergleichsweise einfacher als nicht YouTube schauen. Und wie gehst du damit um oder so? Es hat aber den gleichen Effekt oder so. Also genau, die finden eine Lösung, ist meine ganz einfache Antwort darauf, weil die sich intensiv damit beschäftigen. Ich wollte auf die Frage nochmal mit dem der Konsument und Usability, und das ist doch alles so toll. Also ich selber habe einen Lehrauftrag für Innovationen in der Produktentwicklung und der basiert extrem stark genau darauf. Es gibt Subscribed und Hooked und also es gibt ganz viele auch neurolinguistische Prozesse, die extrem systematisch verwendet werden, um Produkte zu, man kann sagen, Loyalität oder Abhängigkeit zu machen und sich um Usability zu beschäftigen. Und das ist super. Also das ist das Handwerk, das man einfach beherrschen muss. Das konnte man vorher auch noch. Jetzt ist halt eingebaut durch eine weltweite oder zumindest westlich weltweite Community an Produktentwicklern, die alle die gleiche Sprache sprechen. Dieser gleichen Sprache fehlt aber immer ein Wert. Also ich mache mit meinen Studenten Design Thinking Workshops. Und das ist total super, weil es scheinbar kundenzentriert ist. Ist aber nur scheinbar kundenzentriert. Nämlich, es führt dazu, dass ich es geil finde und immer nutze. Es hat nur keinen Wert implementiert. Also wir haben neulich mal eine zweite Runde gemacht. Was wäre jetzt, wenn wir als Wert inneres Wachstum einbauen? Also der Konsument wächst innerlich. Das verändert diesen ganzen blöden Design-Thinking-Prozesse, weil aus Usability wird Humanity, Humanität. Das ist so ein blöder Mist, weil dann denkt man drüber nach, oh verdammt, dann muss ja der Zeitungsausträger nicht nur effizient eingesetzt und möglichst wenig Klicks haben, sondern Spaß haben oder den Sinn verstehen oder der kann gar kein Deutsch und kann gar nicht den Beipackzettel lesen. Wir haben so einen Prozess für Austräger von Zeitungen entwickelt, die heute oft gar nicht hören. Und was macht man dann? Und da bin ich jetzt wieder bei, ich bin ja der Graswurzeltyp, ich kann auf europäischer Ebene zwar in Leitartikeln fordern, aber selber mache ich das immer gerade so. Also wie implementieren wir neue Gedanken?
Gedanken in jeden einzelnen Prozess, jeder von uns in die Daten und überlegt jeder einzelne. Dann sind wir bei Bildung, bei Communities, die wir gründen müssen, die sich darüber austauschen und die so einer westamerikanischen Community, nichts dagegen, ganz viele Freunde, noch eine europäische mit europäischen Werten entgegensetzen, die nicht nur Usability, sondern auch dieses Humanity-Dings dann implementiert hat. Inneres Wachstum, Solidarität, Gerechtigkeit, ich mag solche Werte sehr. Frieden, genau. Ich spiele übrigens Computerspiele. Ja, das wurde ja die NATO angesprochen. Ich würde sagen, selbst wenn wir jetzt in der NATO oder NATO-Mitgliedstaaten keine Digitalisierung der Angriffsformen gäbe, gäbe es gute Gründe dagegen zu sein. Also ich meine, der Einmarsch des NATO-Mitgliedstaates Türkei, Erdogan, brauchte keine Digitalisierung und Kampfdrohnen, sondern der ist einfach mit Panzern und an der Seite von islamistischen Milizen einmarschiert und macht in ein Gebiet, die kurdisch selbst verwaltet war, wo es eine der wenigen Gebiete in dieser Region, wo es Gleichberechtigung gab, wo es demokratische Strukturen gab und so weiter, betreibt jetzt ethnische Säuberung und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Schon allein dieser Vorgang alleine wäre Grund genug zu sagen, die NATO ist zu Recht in der Krise und die hatte jetzt ihr 70-jähriges Jubiläum. Ich habe klar gesagt, es ist kein Grund zum Feiern, sondern ein Grund, das Primat des Militärischen in Frage zu stellen oder zu überwinden und stattdessen eher auf eine neue Friedensordnung hinzuarbeiten. Aber insofern, man sieht im Militärischen auch den technischen Sachen, aber ich würde sagen, dort ist nicht das Problem die Digitalisierung, sondern dort ist das Problem das Primat des Militärischen, dass sozusagen egal wie technisch schick das daherkommt, es am Ende immer im sozusagen Faustrecht verhängen bleibt und das kann, ist nicht der Ansatz, also das ist der falsche Ansatz. Zu der Frage als Konsumentin und Convenience, das ist ja das Besondere, klar, oder das ist das Ausschlaggebende, dass natürlich diese ganzen großen Internetgiganten davon, von dem Netzwerkeffekt leben. Je größer und je stärker das wird und das wächst nicht linear, sondern das steigt exponentiell mit Sprüngen da drin. So, ich glaube nicht, dass wir das lösen, indem man jetzt den einzelnen Leuten ein schlechtes Gewissen macht. So, weil es ist halt viele, je mehr Daten gesammelt sind, umso besser und leichter geht auch manches, das ist so. Natürlich kann man immer wieder darauf hinweisen, ich kann als Konsumentin auch einige Sachen anders machen. Also ich gehe nie über Google, wenn ich was suche. Ich gehe immer über Ecosia. So hat man eben mal das Gefühl, dass die Gewinne irgendwie ein bisschen helfen, den Regenwald zu schützen. Aber das alleine reicht natürlich nicht. Also nicht angesichts dieser Dimensionen, die das jetzt bereits hat. Und deswegen finde ich auch den Streit, ob wir das jetzt Kommunismus, Kommunismus oder Sozialismus nennen. Ich habe mich da klar entschieden als Mitglied einer demokratisch-sozialistischen Partei, die sich so, dass mein Ziel eher sozusagen der demokratische Sozialismus ist. Aber das ist ein Streit, den kann man vielleicht am besten bei einem Glas Wein treffen. So, die entscheidende Frage jetzt angesichts all dessen, was es im Digital, also wie der digitale Kapitalismus wirkt, ist so das Entscheidende, dass es Verabredungen zu nächsten Schritten gibt, die man gemeinsam gehen kann, die aber nicht nur so kleine, sag ich mal, kosmetische Schritte sind, sondern die eine tiefergehende Verschiebung der Machtverhältnisse haben. Und ob man, wenn man dann so weit gegangen ist, dass man eine starke Regulierung durch hat, eine ordentliche Besteuerung, dass man auch gemeinwohlorientierte Alternativen dann auch wirklich gefördert hat, dass die überhaupt erstmal existieren als Alternative, die auch eine gewisse Bekanntheit hat, dann finde ich, können wir uns weiter darüber trefflich streiten, ob wir dann weiter Richtung Kommunismus, Sozialismus oder gemeinwohlorientierten Kommunismus gehen. So, aber diese ersten Schritte müssen wir jetzt gehen. Wir können nicht einfach warten, bis wir unter uns den Streit geregelt haben, ob wir eher Kommunisten, Sozialisten oder halt nur Antimonopolisten sind. So, aber wir müssen losgehen und auf dem Weg dahin, also dieser Weg entsteht ja auch erst beim Gehen, können wir weiter darüber streiten, wie weit es gehen muss, aber wir müssen anfangen. Ich kommentiere so ein bisschen selektiv. Ich fand, das waren alles sehr kluge Fragen oder Kommentare. Stichwort Convenience. Ich bin da ganz Ihrer Meinung, es macht keinen Sinn, also es ist nicht falsch, aber es macht auch keinen Sinn, beim Konsumenten anzusetzen. Das ist, by the way, mindestens seit 50 Jahren so, seit es diese sozusagen bewusster Konsumbewegung gibt. Ist nicht falsch, aber es ist auch irgendwie nicht der große Wurf. Am Ende des Tages versuche ich zumindest, Ihnen eine andere Geschichte zu erzählen. Ich glaube eigentlich, dass es keine Geschichte ist, sondern dass es so ist. Ja.
Ich glaube, das ist wichtig, dass wir sozusagen kritisch über GAFA etc. reden. Aber am Ende des Tages natürlich, das geht so ein bisschen in Ihre Richtung, mit dem Ziel, diese Fixierung und auch in die Frage nach NATO und so, mit dem Ziel, diese Fixierung auch zu überwinden. Was wären Argumente aus meiner Analyse, die das sozusagen nahelegen würden? Wir haben es mit letztlich extraktiven Monopolen zu tun. Die schaffen sozusagen von der Logik her nicht wirklich Wert, außer Convenience. Wirtschaftlich ist das eher keine gute Logik. Es ist eine Logik, die sozusagen merkantilistisch implementiert wird für eine Welt mit wenig Wachstum, bei der sie nur sozusagen gewinnen können, wenn sie über Marktbesitz Profite extrahieren. Erstens, und es ist zweitens dann wiederum sozusagen diese vollkommen verrückte Situation, über die wir irgendwie nicht sprechen, dass wir es letztlich mit Unternehmen zu tun haben, die deren Kerngeschäft die Rationalisierung von Konsum ist. Ha? E-Commerce und Online-Werbung. Das sind Strategien der Rationalisierung von Konsum. Warum? Warum? Weil die initiale Krise des sozusagen Nachkriegskapitalismus in Europa und im Westen beginnt mit der Saturierung von Märkten. Und seither versuchen sie irgendwie mehr Dinge zu verkaufen und es gelingt ihnen nicht. Und das hat nicht nur mit sozusagen Lohnstagnation zu tun, das hat auch damit zu tun, dass Märkte in einem bestimmten Sinne saturiert sind. Es gibt dieses schöne Amazon-Poster, schön, hängt bei mir an der Bushaltestelle gegenüber, da steht drauf Amazon Echo für Alleshaber. Für die Leute, die alles schon haben, wenn ich meinen Studierenden erkläre, dass der Kapitalismus sozusagen nur langfristig zu stabilisieren ist, dadurch, dass wir noch mehr konsumieren, da fallen die vom Stuhl. Es ist doch überhaupt nicht, wir haben doch viel zu viel. Alle haben viel zu viel und das ist das Problem, Stichwort sozusagen Fridays for Future und so weiter. Deswegen ist auch die Nummer, dass man sozusagen so keynesianisch oder so Richtung Binnenkonsum und so schwenkt, das ist erstmal strategisch nicht, glaube ich, auch nicht sozusagen schon klug, aber es, am Ende des Tages löst es auch sozusagen das Problem, genau, ja, auch nicht. Was wir deswegen machen, glaube ich, oder was aus meiner Sicht eine sinnvolle Strategie wäre, wäre diese Fixierung auf GAFA langfristig zu überwinden, und zwar indem man sozusagen Containment betreibt. Ja, und Vorschläge, die du zum Beispiel gemacht hast, Interoperabilität, kartellrechtliches Vorgehen, das sind Strategien des Containments in gewisser Weise. Ne? Die sollen nicht noch größere Teile der Märkte dominieren, die sollen, vielleicht macht man auch was sozusagen an der Extraktionslogik und so. Ne? Da gibt es verschiedene Beispiele. Der Witz ist aber sozusagen, dass am Ende des Tages man irgendwie ein neues Projekt anbieten muss. Und da sind wir dann bei Ihnen und dieses neue Projekt ist natürlich, das habe ich versucht Ihnen, da ist natürlich das, was ich versucht habe, Ihnen zu verkaufen. Dieses neue Projekt ist und kann, also es ist nichts anderes auf dem Tisch als Nachhaltigkeit, um es mal so zu sagen. Es ist nichts anderes auf dem Tisch, was irgendwie, wo ich sehe, dass das sozusagen irgendwie demokratische Mehrheiten generieren kann. Und mein Argument dafür ist, Sie kriegen keine sozial-ökologische Transformation hin, ohne Märkte zu steuern. Und wie man Märkte steuert, kann man an diesem Beispiel lernen. Und für diese Art von Projekt ist, glaube ich, ein letztes Wort, ein goldener Begriff, der Ihren richtigen Impuls, finde ich zumindest richtigen Impuls, sozusagen bündelt, der digitalen Suffizienz. So müssen wir über Digitalisierung reden, wenn wir mit GAFA durch sind. Wir müssen darüber reden, welche Digitalisierung wir wollen. Und die Logik ist im Prinzip, so viel wie nötig, so wenig wie möglich möglicherweise. Während das Mikrofon noch eben wandert, also das war hier vorne in der zweiten Reihe, war der Mann als erstes und dann dahinter, wollte ich noch eine kurze aufmunternde Anekdote erzählen, die Google mit der Militarisierung noch eben verbindet, weil es auch schöne Gegenbeispiele gibt, nämlich wie sich die Arbeiterinnen und Arbeiter, also Programmierer bei Google, dagegen entschieden haben, weiter Dinge zu programmieren, die eigentlich für Kriege gebraucht werden. Das heißt, auch diese klassische Form der Organisierung, wir müssen ja vielleicht nicht alles neu erfinden, kann ja auch sinnvoll sein, diejenigen, die eigentlich die Arbeit machen in den Konzernen, das ist ja keine Blackbox, die man reguliert oder nicht reguliert, sondern auch tatsächlich ja auch Leute, die da mitarbeiten, überzeugen kann, Moment mal, gibt es nicht eigentlich ethische Maßgaben oder eigentlich Formen, wie wir leben wollen, die die Leute dann mit ihrer konkreten Arbeit verbinden und sagen, das machen wir eigentlich nicht mehr mit, wir werden jetzt nichts mehr entwickeln, was Kriege unterstützt. Das fand ich eben ganz schön, weil ich eben auch dachte, ah ja, es gibt ja auch Tech-Workerinnen und die kann man auch organisieren. Vielleicht ist das ja auch so ein Schlüssel für das, was wir eigentlich ganz anders machen wollen, aber jetzt endlich.
Mein Name ist Franzke, ich komme aus Pommern, von der Insel Usedom. Ich komme mir ja vor, heute Abend, als wenn ich von einem anderen Stern komme. Ihre Diskussionsbeiträge, spannend, aber weit weg von der Realität. Bei uns in den letzten 30 Jahren über 70.000 Menschen geflüchtet. Wir haben Internetverbindungen von 2 Megabit bis 25 Megabit. Und bei uns ist eine Konzentration der Hotels. Die Brüder und Schwestern, die aus dem Westen gekommen sind nach der Wende, haben mit einem Hotel angefangen, haben heute 17 Hotels. 30 Millionen Deutsche können noch in Urlaub fahren von 80 Millionen. Die anderen können sich das nicht mehr leisten. Und deshalb meine Frage vor allen Dingen an Frau Kipping. Frau Kipping, ganz einfach gesagt, im Erfurter Programm standen viele Sachen, 62 Seiten. Und sagen Sie mir noch mal bitte, welche Vorstellung hat denn die Partei Die Linke zurzeit, um das Ordnungsrecht zu ändern? Da sprachen Sie es, das ging mir runter wie Honig. Wie und wer soll dieses Ordnungsrecht eigentlich rechnen? Wir, die kleinen Popelmänner, die von einem Tag zum anderen versuchen, so viel Geld zu verdienen, dass wir den Sprit bezahlen können, zur Arbeit zu kommen. Wir, die in den ländlichen Bereichen, auch den kleinen Städten wie Anklam, Pasewalk und sowas, wo es keinen sozialen Wohnungsbau mehr gibt, sondern wo es heißt, in Wolgast stehen 500 Wohnungen leer und jetzt wird das Kapital das so organisieren, die Angestellten von den Hotels, von den Kaufhallen, all die Läden, Rewe, die werden jeden Tag 40 Kilometer gefahren mit dem Bus und abends wieder zurück. Und zwar immer dann, wenn die verkehrsschwache Zeit ist, damit der Tourismus da nicht gestört wird. Frage nochmal, ich wiederhole mich. Wie stellt Sie sich und Ihre Partei vor, dass Sie hier die Massen mobilisieren können, dass Sie die Gewalt ergreifen und dass wir hier ein anderes System machen? Was ich heute hier höre, ist immer den Kapitalismus gesund beten. Ich verstehe das nicht und bin auch nicht mit Ihren Ausführungen, wie Sie das heute gemacht haben, einverstanden. Danke. Da hinten und dann hier vorne noch. Ja, ich würde auf den Titel zurückkommen wollen. Hi, ich bin Mathis. Das Produkt sind wir und würde nochmal eine kurze Ergänzung zu Daten machen und jedem von euch dreien da vorne noch eine Frage stellen. Und zwar, Philipp, du hast jetzt gesagt, extraktive Monopole. Extraktion klingt für mich immer noch so, als wären wir einer Ideologie von einem Vokabular verhaftet, wo es irgendwie noch um Industrialisierung geht, nicht wahr? Also ein alternatives Datenmodell wäre doch das, was auch eine Antwort wäre auf das Problem, was hier vorne war, nämlich das ist nicht irgendwie Öl, man piekst das Internet nicht an und dann plumpst das irgendwie raus, sondern die Leute, die vor Ort was machen, wenn sie auf ihrer Facebook-Seite sind, sie liken was, sie schreiben was, das sind ja die Daten, die anfallen. Das heißt, die User, also sind ja nicht nur Konsumenten, die unterteilen sich ja irgendwie in User und dann auf der anderen Seite die, die dafür bezahlen, an diese Daten ranzukommen. Ne? Die User machen irgendwas und das sind die Daten und die produzieren sie selber und darüber sind sie nicht mehr in der Lage zu verfügen. Das heißt, es scheint nicht eine Extraktion von Daten im Sinne von Öl zu sein, sondern es scheint um eine Aneignung unbezahlter Arbeit zu gehen. Genau. Und wenn das der Fall ist, dann scheint es doch so zu sein, dass Werbung das Allerwertvollste ist. Also am Ende ist es immer Werbung. Ne? Bestes Beispiel Spotify, da darf man entweder selber bezahlen, um keine Werbung zu bekommen, oder man kriegt Werbung und andere zahlen dafür, dass man Werbung bekommt. Also das ist so ganz evident. Und dann, Katja, genau, wäre meine Frage an dich. Es gibt ja so einen Ad-Blocker-Krieg gerade. Und warum nicht, statt irgendwie mit Kartell etc. an das Monetarisierungsmodell dieser Plattform rangehen? Also zum Beispiel sagen, es gibt eine Möglichkeit, Ad-Blocker, und das ist nämlich gerade irgendwie der Krieg, der da tobt, zu verbieten. Also jede Konsumentin, jede Nutzerin soll die Möglichkeit haben, am besten per Default diese Adblocker benutzen zu dürfen. Weil das ist viel, viel haariger für diese großen Plattformen als alles andere, wenn sie sofort keinen Zugang mehr haben zu den Daten der Leute, die da rumsurfen. Genau, also... Genau, also wenn ich jetzt Facebook benutze, dann zahle ich ja nicht. Das macht die Plattform ja attraktiv, nicht wahr? Es ist anscheinend umsonst, aber ich zahle ja mit meinen Daten. Das ist ja der Gag. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob alle Sie verstehen und dann ist unfair, wenn man nur mich hört. Sonst könnt ihr das vielleicht ja auch noch... Genau, das machen wir nachher, deswegen ja. Die drei Fragen, genau. Also Philipp, ist es nicht vielleicht eher...
ausgebeutete Arbeit statt Extraktion. Katja, ist es nicht vielleicht irgendwie sinnvoll, eine Default-Einstellung? Bitte? Genau, und Thomas, warum sollten meine Daten auf deiner Plattform irgendwie besser angeeignet werden als bei Amazon oder so? Danke. Okay, da waren, gilt für drei Fragen quasi, aber wir machen trotzdem noch eine hier vorne. Kein Problem. Ja, hallo, mein Name ist Katharin Genburg. Ich bin hier Sprecherin für Stadtentwicklung und Smart City für die Linke im Berliner Abgeordnetenhaus und will ganz gerne an Ihren Beitrag aus Pommern anknüpfen, denn ich glaube, das Beispiel, was dafür passt, ist also diese Airbnb-Frage, die ist sehr plastisch. Sie haben jetzt gefragt nach konkreten Maßnahmen, die ordnungsrechtlich da zu tun wären. In Berlin gibt es ja bekanntermaßen mit rund 24.000 Ferienwohnungen in der Stadt ein handfestes Ferienwohnungsproblem, unterschiedlich ausgeprägt in verschiedenen Kiezen. Und das ist also schon seit vielen Jahren in der Debatte. Und diese rot-rot-grüne Koalition hatte sich vorgenommen, dass also das Zweckentfremdungsverbotsgesetz, so heißt dieses ordnungspolitische Instrument, dass das verschärft wird und so diesem Ferienwohnungswahnsinn auf die Spur gekommen wird. Ich kann mal berichten, wie das damals war. Da kamen dann so Airbnb-Vertreter, die mich ungefähr ein halbes Jahr genervt haben, dass sie unbedingt bei mir in die Sprechstunde, sie wollten unbedingt mit mir reden. Ich habe das vehement abgelehnt, habe gesagt, ich rede mit diesen Lobbyisten nicht. Die hatten übrigens auch das Gesetz schon fertig vorgelegt und gesagt, also macht es doch einfach so. Wir haben das in anderen Ländern schon so und so ausprobiert und das wäre doch total einfach, wenn wir hier mit 180 Freitagen für jeden einzelnen Airbnb-User eine Möglichkeit hätten, dass das so lebenskompatibel ist, weil die Menschen heute, die wollen ja alle untervermieten und das sei ja alles total lebensnah, wenn man das jetzt alles ermöglicht. Das zeigt sehr gut auf was sozusagen so die Spielräume sind, in denen wir uns hier bewegen und wir haben uns dann auch dank meiner, die vehement für null freie Tage für Airbnb-Nutzer plädiert hat, für null Tage entschieden. Das ging aber vor allem zurück auf die Systematik des Gesetzes. Das ist ein sehr plastisches Beispiel für die Frage, wie wir mit kleinen ordnungspolitischen Maßnahmen doch gegen diese großen Konzerne angehen. Jetzt kommt aber die Umsetzung des Gesetzes, nämlich jetzt sollen Ordnungsamtsmitarbeiterinnen der 12 Bezirke rumlaufen und gucken, wo eine Wohnung nach einer Ferienwohnung aussieht. Das, finde ich, kann man wirklich niemandem zumuten und ist auch total sinnlos. Und deswegen stellt sich die Frage der Datenbereitstellung nicht erst dann, wenn die Mitarbeiter da rumlaufen, sondern sowieso für die Frage der Sanktionierung und des Durchgreifen des Gesetzes. Und da sind wir dann bei der ganz plastischen Frage der Datensouveränität und der Datenpolitik. Und da muss es halt tatsächlich weiter nach vorne gehen. Und deswegen ist dieses Beispiel sehr, sehr gut und diese Gegenmaßnahme, also dieses Airbnb-Modell, was in Barcelona gefördert wurde, was eigentlich von Italienern kreiert wurde, zeigt eben sehr gut, dass es vor allem dann um eine Selbstverteidigungsstrategie geht, dass man selber sagt, wir unterstützen jetzt gemeinwohlorientierte Akteure, die genau das Gegenmodell dazu aufzeigen, um denjenigen, die tatsächlich unbedingt ihre Wohnung sharen wollen, auch das zu ermöglichen. Und da will ich einfach nur sagen, da müssen wir gar nicht darüber diskutieren, ob wir das große dezentrale Netz haben wollen oder die ganzen dezentralen Akteure. Dann können wir uns einfach angucken, dass die Fahrradkuriere, die jetzt neulich alle arbeitslos geworden sind und sich dann im Zuge dessen selber organisiert haben, dass das jetzt sozusagen im Minutentakt passiert und wir als linke Politik eigentlich nur sagen müssen, wir geben Geld, damit sich dort auch Genossenschaftsformen in irgendeiner Weise organisieren können und wir die unterstützen können. Und da muss man sagen, ist die Frage, wollen wir Daten enteignen oder wollen wir kleine Genossenschaftsplattformen unterstützen, die müssen wir halt gleichzeitig diskutieren, weil es einfach so schnell gerade läuft. Gut, ja, es gab ja jede Menge konkrete Fragen ans Podium. Genau, Katja hat die meisten. Ja, schön, dass Sie aus Mecklenburg-Vorpommern den Weg hierher gefunden haben. Ich war am vergangenen Sonntag in Mecklenburg-Vorpommern und habe zwei Dinge davon persönlich überzeugen können. Erstens, du hast dort mehr Funklöcher als in Rumänien. Das merkt man auf dem Weg dahin. Und zweitens, auch in Mecklenburg-Vorpommern gibt es junge Neumitglieder. Einer ist auf jeden Fall da, den habe ich schon entdeckt, der sich genau für die Kämpfe im digitalen Kapitalismus besonders interessiert und für die das
der Einstieg auch in sozusagen Auseinandersetzung mit Kapitalismus und im gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen ist. Jetzt die große Frage, wie will man die Massen mobilisieren? Naja, immer ganz konkret, nicht abstrakt. Und zwar, also ich sag mal, womit man es nicht erreicht. Nicht erreicht man es mit Modellen, wie sie sowohl in der christlichen wie auch in der staatssozialistischen Geschichte eine Weile gehandhabt wurden, so nach dem Motto, man muss erst mal 40 Jahre lang entweder durch die Wüste ziehen wie Moses oder 40 Jahre lang sozusagen durch etwas sozusagen durch real existierende Verhältnisse, bevor dann wirklich das goldene Zeitalter anfängt. Ich glaube, für solch einen Weg, wo Leute erst mal 4 Jahrzehnte lang eher Verschlechterungen kaufen müssen, damit es irgendwann besser wird, werden sie nicht zu gewinnen sein. Das heißt, jeder Schritt zur Überwindung des Kapitalismus hin zu einem postkapitalistischen Morgenrot muss mit Verbesserungen im Hier und Heute beginnen. Wir dürfen bloß nicht bei den kleinen Schritten stehen bleiben. Und deswegen sage ich, jede nachhaltige Veränderung ist eben nicht ein Gesundbeten des Kapitalismus, sondern sollte uns eher stärken, sozusagen postkapitalistische Verhältnisse zu erreichen. Weil das, glaube ich, auch mobilisierender ist, wenn man sieht, man kann real was verändern. Und was mobilisiert, das ist jeweils sehr unterschiedlich. Also in Berlin ist es die Mietenfrage, die mobilisiert. Das ist mir schon bewusst, dass das in Mecklenburg-Vorpommern jetzt nicht so das große, also zumindest nicht in den meisten Gemeinden nicht das zentrale Problem ist. Ich glaube, die größte Demonstration, die wir im vergangenen 10 Jahren hatten, war die Fridays for Future Demo am 20. September. Da waren Millionen auf der Straße und man ist nicht mehr vorwärts gekommen und nicht mehr zurück. So, das ist sozusagen, da waren auch Massen bewegt. Und übrigens nicht nur in Berlin, sondern auch in kleinen Städten. Eine andere Sache, die auch viele in Mecklenburg-Vorpommern bewegt hat, waren die Streiks der Landwirte. Übrigens eine ganz große Tragik darin, weil die Landwirte diejenigen sind, die im Besonderen von den Folgen des Klimawandels betroffen sind, weil die Dürre direkt zur Insolvenz führt. Also was jeweils die Massen begeistert, ist auch immer eine Frage, was dort akut auf der Tagesordnung steht. Und eine linke Antwort, finde ich, kann immer nur darin bestehen, dass man an den konkreten Alltagskämpfen anknüpft und versucht, auf größere Zusammenhänge hinzuweisen und radikale marxischen Sinne zu sein, dass man an die Wurzeln des Problems geht. Und dann zu der Frage, ob Adblocker nicht die bessere Lösung wären als das Ordnungsrecht. Ich würde es jetzt nicht im Gegeneinander ausspielen. Also wir haben bei uns im Papier was drin zur Datensouveränität, wo auch nochmal drinsteht, dass es mehr Opt-out-Möglichkeiten geben muss, leichter anklickbar, nicht irgendwie auf der 15, also dass du erstmal 3 Stunden scrollen musst, ehe du irgendwie bei den allgemeinen Geschäftsbedingungen an so einen Punkt kommst, wo du das machen kannst. Da könnte man nochmal explizit die Möglichkeit und das Stärken dieser Option aufnehmen. Das ist eine schöne Anregung. Vielen Dank. Ich würde es immer zusammen denken, Ordnungsrecht, Steuerrecht, Alternativen fördern und entsprechende Möglichkeiten wie Interoperabilität, Adblocker etc. aufzunehmen. Im Zusammenspiel wird es wirksam. Thomas, was macht deine Plattform besser? Weniger Ausbeutung, wie macht ihr das? Also erstmal, ich habe eine relativ klare Meinung zu Adblockern als Nerd, dass du sie nicht verbieten solltest. Also du musst halt verhindern, dass weniger scheiß Werbung bei den Usern ist. Ich sag mal aus einem User-Lab, ich mache sehr viel nutzerzentrierte Forschung und Nutzer lehnen Werbung überhaupt nicht ab. Die lehnen irrelevante Werbung ab, ja. Und da sind wir jetzt wieder bei Philipp. Da ist ein unglaubliches systemisches Ungleichgewicht, weil du in der internationalen Personalisierungsmaschinerie nicht gegenhalten kannst. Also dann hast du einen armen, tapferen lokalen Sales-Verkäufer und der macht dann, was weiß ich, Miedermeier und die buchen dann die Frankfurter Rundschau. Und dann siehst du in irgendeinem Artikel halt Miedermeier und denkst dir, geht's noch? Und dagegen hast du eine Personalisierung, also Audience Development, ich sag jetzt mal so böse Begriffe, ja. Also du verstehst Nutzer, du verstehst den Content und wie Inhalte und Nutzer zusammengebracht werden und was in diesem Moment. Und da übrigens habe ich einen Dissens zu deinem Buch, den einzigen. Ich glaube, dass es eben da auch neue Monopolstrukturen gibt, weil eine Graph-Datenbank, also die Server, die auf einer Graph-Technologie Inhalte berechnen können, also nicht mehr nur irgendwie zuordnen, sondern wirklich komplexe Graph-Systeme berechnen können, da brauchst du riesige Datenmengen und das können sich fast nur noch große leisten. So, und die weisen das dann zu und sagen, boah, geile Werbung, ich will ja gerade nach Russland, ich will Russisch lernen, total cooler Kurs.
Und dann sagen die, ja, die Werbung ist voll interessant und klicken dann auch noch drauf und belohnen diesen Mechanismus immer weiter. Wir versuchen, ja, konkrete Frage, weil ich wahrscheinlich wie alle voll neidisch bin auf das Pilz, das da vorne steht. Wir versuchen dem eine eigene Strategie entgegenzuhalten. Also wir forschen seit 5 Jahren an einer eigenen Technologie, haben eigene Data Scientists, lassen das Wissen bei uns, bezahlen Millionen dafür und stellen das als Plattform allen kleinen Verlagen zur Verfügung. Und jetzt gerade, also ich sage jetzt mal in Internetsprech, haben wir ein Vorschlagssystem, das Amazon kopiert mit Leute, die auch gelesen haben, lesen. Also man nennt das Recommender, Vorschlag, der selber funktioniert auf unserer Basis. Und wir durchbrechen die Haifischkette, also von 10 Euro Werbegeld bleiben 9,50 Euro nicht bei uns. Also die, die den Inhalt produzieren für teures Geld, kriegen ein 50er dafür von den 10 Euro, die ausgegeben werden. Und jetzt bleiben halt wesentlich mehr bei den Inhaltsproduzenten und stecken das wieder in Inhalten. Genau. Und der zweite Mechanismus, wir suchen Reichweite aufzubauen. Es gibt ja immer Haltungen. Haltung ist immer exklusiv elitär. Privatfernsehen ist nun mal Scripted Reality. Also du musst halt beide Mechanismen kennen. Reichweite, was funktioniert, Servicejournalismus, Rente mit 63, so senken sie Heizkosten. Das findet breite Massen. Am Ende musst du aber hinführen zu Haltung. Und jetzt komme ich dazu, ich weiß nicht, wie wir das fördern. Ich habe keine Ahnung. Wir sind ein Verlagshaus, die versuchen immer noch demokratischen Journalismus, also demokratische Kontrolle. Muss aber nicht sein, geht auch ohne. Ja? Also Lokalzeitungen müssen nicht, also das ist das, was am schlechtesten geklickt wird übrigens. Also dieser ganze Politikmist und so. Am meisten geklickt wird, was Gina-Lisa Lohfink gerade anhat oder so. Aber wir halten eben noch was dagegen und wir nutzen die Erlöse daraus aus einem wertbasierten System und stellen die allen zur Verfügung. So, und letztes, und damit schließe ich den Kreis, am Ende musst du aber nutzerzentrierte Inhalte machen. Also du musst auch Politik neu erzählen. Also du auch ein Haltungsjournalismus der Frankfurter Rundschau muss auch mit Spotify und Netflix-Usern konkurrieren um die Aufmerksamkeit. Das geht aber. Es ist nicht unmöglich und die Anstrengung muss man halt nun mal machen. Vielleicht als Mini-Werbeblock zwischendrin, es gibt noch 2 Medienworkshops morgen bei der Konferenz, da solltet ihr unbedingt hinkommen. Ich bin auch bei einem, Schock, da können wir uns auf jeden Fall wiedersehen, weil ja genau die Frage, wie könnten eigentlich linke Medien gehen, sehr interessant ist. Als letzten Punkt, du hast angefangen, du kannst auch enden. Bitte schön. Ist ja toll. Ich mache es mit Blick auf die Uhr ganz kurz. Es ist ja sozusagen eine klasse akademische Frage. Ich begebe mich jetzt sozusagen in dieses Arbeitswertlehrerhaus hinein, aus dem Sie argumentieren, ohne das für Sie nochmal irgendwie zu kritisieren und so. Das erspare ich uns jetzt. Also so wie ich das sehe, sind User, weil sie am Ende des Tages Konsumenten sind. Und das ist eine Beschreibung, die man, glaube ich, sieht, wenn man dem Geld folgt. Erstmal sehen sie, dass der Wert, den Konsumenten möglicherweise, den User möglicherweise produzieren, sehr, sehr gering ist. Es gibt eine schöne, kann ich Ihnen allen empfehlen, es gibt eine schöne Website, ich glaube, es ist von der Financial Times. da können Sie sozusagen durchklicken, welche Daten Sie bereit sind zu teilen. Und am Ende kriegen Sie ausgespuckt, wie viel ein Data Broker damit dafür auf den Markt bereit ist zu bezahlen. Und wenn Sie alles durchklicken und Sie geben auch ein hohes Gehalt an und sowas, dann landen Sie immer noch bei Centbeträgen. Und das ist der Wert, über den die Einzelnen dann so, wenn man das politisieren will und so, ist das Problem. Ne? Aber nochmal grundsätzlicher, User sind User, um Konsumenten zu sein. Ich glaube, am Ende des Tages kommt der Wert, der in diesen Systemen transferiert und gehandelt wird, zwar aus Arbeit, aber es ist nicht die Arbeit der User. Es ist vielleicht die Arbeit der Leute, die die Daten der User sozusagen fine-grain, also der Data Scientists. Vor allem aber ist es, wenn sie dem Geld folgen, und da haben sie ja recht, es ist Werbung, es ist das Geld von der Seite, wenn wir jetzt mal einen simplen Markt, der sozusagen Produzenten und Konsumenten hat, es ist das Geld der Produzentenseite, das von den Leuten, die auf der Produzentenseite arbeiten, erwirtschaftet wird, das dann in Werbung bezahlt wird und das da gehandelt wird. Es ist nicht das von den Usern. Ja? Am Ende sozusagen ist das, glaube ich, die Logik und deswegen halte ich wenig von dieser User-Arbeit nochmal.
Ich glaube, wir können den Dissens aushalten und auch weiter den Streit austragen bei eben jenem Pilz, auf das wir alle schon die ganze Zeit hier starren. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr so lange ausgehalten habt und dass ihr interessante Fragen gestellt habt. Und ansonsten vielen Dank und schönen Abend. Danke euch.